Drücke auf Aufnahme. Was, du drückst jetzt erst auf Aufnahme? Ich habe schon die ganze Zeit aufgenommen. Ich habe in der Zwischenzeit wieder abgebrochen. Ach so. Ist wurscht. Oh, macht er das immer? Warum? Doch wurscht. Warum denkt er so viel selbstständig? Warum ist er so selbstständig? Ja, man muss auch mal selber nachdenken, ja. Nee, das ist, manchmal ist es einfach nicht gut, ja, wenn Hashtag, Leute zu selbstständig Hashtag sind. Hashtag Querdenken. Es tut mir leid. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Jetzt wird alles besser. Yeah. Oder auch nicht. Heute mit dabei Special Guest Toni Granato. Hallo. Hallo, ich bin der Toni Granato. Mache ich lustige Fotografien und lustige Videos. Toni Granato, der Hochzeitsfotograf. Mit dabei Nadine. Hi. Auch im neuen Jahr Toni natürlich und froh. Und wir nehmen heute am 6.1. auf, Heilig Dreikönig, großer Feiertag in Bayern. Warum? Weil das Jesukind am 6.1. durch die Heiligen Drei Könige Schwertkampf, Magie und Rhetorik gelernt hatte und seinen ersten Level damit abgeschlossen hatte. Und das feiern wir in Bayern. Ne? Und dadurch. Und zur Feier des Tages schneit es auch draußen. Genau, und dadurch schneit es auch jedes Mal am 6.1. ja, in Bayern. Nur in Bayern halt. It's magic. Genau. Magic! Weil die Heiligen Drei Könige waren nämlich auch Bayern halt. Richtig. Ja. Oder Franken, glaube ich. Der Hansel, einer war Franke. Der Hansel, der Franzl und der Günde. Mhm. Und den Georg haben es in der Zwischenzeit verloren gehabt. Ja. Der war weg. Ja. Naja. Das war der vierte. Das kann man der halt Jesus? Nicht machen. Der kam aus Oberfranken. Das war Oberfranke, den haben es verloren. Ja. Ja. Ist der Jesus dann jetzt Laserlotus Level 1? Ja, der hat jetzt Rhetorik, Magie und Schwertkampf gelernt und kann sich halt jetzt auch behaupten in seinen großen Jesus-Abenteuer, die da kommen werden. Blasphemie! Ja, mega gut. Ja. Ist er dann mit oder am Kreuz gestorben? Das habe ich jetzt vergessen. Jetzt hör mal auf. Okay. Wir wollen hier keine religiösen Gefühle verletzen von Menschen. Hey, jetzt. Ja. Okay. Da hakelt's dann. Menschen geben, die sowas haben. Der große Community-Religions-Podcast. Oh Gott. Der Buber ist schon ganz. Oh, der Buber ist schon zerflossen. Ja, der Buber ist halt ganz traurig, weil er hier irgendwie seinen Weg zum Podest vor Flo's Bildschirm, wo er normalerweise liegt, ist versperrt mit einer Tasse. Ja, und da kann er nicht vorbei. Die war so aufdringlich, dass er aus lauter Grant jetzt zu einer Dienstplatz rüber ist und dort mit seinem Kopf auf der Tastatur liegen muss. Mhm. Und er schaut so: Mein Leben ist die Hölle. Richtig. Mit diesem leeren Blick schaut er in die Leere. Vor allem mit dem leeren Blick, ja. Genau. Podcast so 54. Wow. Podcast 54, Nummer 1, 2021. Toni, wie war dein Silvesterparty? Silvester bis jetzt? Leben. Bis jetzt? Was? Mein Silvester bis jetzt? Also Silvester war, naja, halt ruhig. Ne? Wir haben die Familie hat um 12 ein Glas Sekt getrunken geböllert? Und dann sind wir ins Bett. Okay. Also, wow. Abends gab's eine Pizza und das war's. Also Silvester war hier gar nichts. Und bei euch? Wir hatten tatsächlich, jetzt steht diese Tasse wieder da im Weg, ne? Oh, mein Gott, das arme Tier. Das arme Tier. Wir hatten tatsächlich auch nichts. Wir haben ein bisschen ferngesehen. Ich habe ein bisschen auf der Couch gepennt. Ja. Dann hat es bei uns um 12 Uhr geböllert. Also man durfte ja, es gab ja in Ansbach, das Landesgericht in Ansbach hat ja in kurzer Frist noch das Böllerverbot, was in Franken ausgesprochen war, gekippt. Die Leute durften also wieder böllern. Ja, das war bei uns aber auch. War ganz schön was los. Wie auch immer, weil Böller war ja Verkaufsverbot. Und es durften ja nur in Anführungsstrichen Restbestände verballert werden. Ja, freilich. Und, das hat sich sehr nach Restbestand angehört. Ja, das waren durchaus Restbestände aus Polen. Auf jeden Fall wurde bei uns geknallt. Nicht so viel, Gott sei Dank. Also ich fand's geil, weil ich bin kein großer Knallfan. Na, wir knallen nie. Die Geschichte ist halt so, wenn bei uns die Gemeinde sagen würde, okay, wir machen Hochfeuerwerk, aber ihr müsst nicht knallen, würde ich sagen, finde ich cool, weil Hochfeuerwerk ist meistens sehr schön und ist auch vom Lärm her nicht so penetrant wie die ganze Scheiße, die halt diese ganzen Knallböller da machen. Und sofort. Und vor allem
wäre es dann wirklich nur einmal um 12 Uhr ja. und nicht so, wie es normalerweise ist, dass schon eine Woche davor und eine Woche danach ist. Ich meine, wir haben jetzt keinen Hund mehr, aber es war damals, als wir den Hund noch hatten, eine Tortur, zwei ja. Wochen lang, weil der einfach wahnsinnig, Toni hält seinen Schwanz ins Bild. Alter, was geht? Nein, Toni Canatos Schwanz. Ja. Der Hund hatte wahnsinnig Schiss. Man konnte mit dem, also das Gassi gehen war jeden Tag eine Tortur, weil er wollte erstmal wollte er nicht raus. Und wenn er dann draußen war, hat er nichts gemacht, weil er nur mit dem Schwanz eingezogen rumgelaufen ist. Und dann wollte er vielleicht gerade machen und dann hat es wieder irgendwo geböllert und dann ist er wieder weg. Und du konntest dann stundenlang draußen mit ihm rumlaufen, ohne dass er was gemacht hat. Und es war die Hölle immer zwei Jahre lang. Und ich glaube, dass es vielen Leuten halt so geht mit ihren Tieren halt. Ne? Und ja, das ist einfach so absolut. Unnötig. So unnötig. Ich hasse das. War schön. Wie gesagt, es wurde ein bisschen geknallt. Danach haben wir standen wir ein bisschen auf dem Balkon, haben die frische Luft genossen. Und sind um eins ins Bett halt, das war's. Ja, wie jedes Jahr. Ziemlich, ja. Ja, und dann haben wir mal an die ganzen Tage gedacht, wo wir hier wild Feste gefeiert haben. Wie toll das immer war bei uns. Wir haben früher oft Feste gefeiert mit voll. Bekannten. Das war ein oder zwei Mal, glaube ich. Ja, hat mich an die Bilder erinnert, wo wir nur Pärchen waren und Linda war und ganz Linda. Alleine. Drei Pärchen und Linda. Drei Pärchen und Linda ist ein neuer Filmtitel. Genau. Drei Pärchen und Linda. I seen that movie. Aha. Da spielt Tony Granato mit. Ja, nee, ist Regisseur ist der. Genau, Regisseur Tony Granato. Ja. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, wir haben Podcast 54. Ja, ich hab 53 reingeschrieben, das war mein Fauxpas. Das ist eine Lüge. Ich habe, glaube ich, schon dreimal 54 gesagt. Ja, dann ist gut. Also kann sein. Wenn nicht, Leute, dann ist es jetzt Podcast 54. Ja. Seid nicht beunruhigt. Ihr seid in der richtigen Zeitschneife. Ja. Genau. Ja, wir haben natürlich auch in diesem Jahr unsere Sponsoren am Start, die wir jetzt natürlich wieder begrüßen. Ihr seid die geilsten auf der Welt. Sponsoren für diese Folge. Dennis Reif, Bebo Rainey, 8-Bit Jazz, Alandis, Zion, Lex the Ferrer und Phil Stein. Hey, Dankeschön. Yay. Yeah. Ich habe noch eine Sache zu Silvester. Ja. Wow. Was voll geil war. Das hätte doch was machen Sachen sein können. Ja, das leiden wir dann über. Aber nee, ist egal, es ist jetzt zu was zu Silvester passt einfach noch. Seattle hat was Geiles gemacht. Ich werde diesen Link in die Linksammlung in der Videobeschreibung auf YouTube posten. Und zwar haben die Stadtfeuerwerk, virtuelle, ja, wie so eine Lasershow gemacht. Also man hat es nur am Fernsehen gesehen und an halt anderen Tablet oder so. In Wirklichkeit war diese Space Needle in Seattle, da gibt es ja diesen Fernsehturm da. Ja, der aussieht wie ein UFO. Genau, der aussieht wie ein UFO. Der war nur so pinkfarben angeleuchtet und am Fernsehen hat man aber, also die Technologie heißt irgendwie Sky Mapping. Keine Ahnung. Okay. Und da haben die da wie so eine... Ja, so eine Hologramm-Show da mit dieser Sky Needle gemacht. Ja. Und es ist so der Hammer. Also das müsst ihr euch anschauen. Ich habe echt den Mund nicht mehr zugekriegt. Das war so geil. Und natürlich haben sie die Space Needle so als UFO auch inszeniert und so, dass du echt gedacht hast, so das hebt jetzt gleich ab, das Ding, ne? Und ja. Richtig, richtig geil. Also das war sehr schön. Tausendmal geiler als Feuerwerk. Link ja, das haben sie ja vor Jahren schon mal gesagt, dass dass so eine Lasershow besser ist wie so ein Feuerwerk halt einfach. Ja, also halt auch, wo das Fall. Ganze Thema mit CO2 ein bisschen aufgekommen ist und so. Mhm. Gab es ja auch die ersten schon, die gemeint haben, ja, machen wir halt anstatt, gerade in Großstädten eben, anstatt Feuerwerk eben Lasershows. Und so Lasershows sehen halt auch echt geil aus. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gesehen? Da gibt es immer mal so Videos, wo Leute mit Laser an eine Hauswand so Sachen ranprojizieren, wo sich dann das Haus verändert und so. Ah, ja, genau. Ja, und das so ähnlich war das krass. Auch. Genau so war das auch. Also die haben da wirklich nicht nur wie jetzt mit Laserstrahlen, wie man das kennt bei einer Lasershow. Also es war ja auch keine Lasershow. Nee, eben, wie seid ihr denn jetzt auf Lasershow gekommen? Ja, weil es halt so ähnlich rüberkommt. Ich dachte, aber das waren Drohnen. Nee, das waren keine Drohnen. Man hat es nur, also das mit Drohnen, da kannst du ja dann nur so Sachen mit einzelnen Punkten machen. Wie beim Super Bowl letztes Jahr. Genau, beim Super Bowl. Da kannst du aber nur Bilder aus Punkten machen. Okay. Und das Ding hast du jetzt, wenn du
im Freien gestanden wärst, hättest du das nicht gesehen. Aha. Also die Sky Needle war nur angeleuchtet. Halt. Ach so. Aber auf dem Fernseher hat man das gesehen und es sah aber aus, als wäre es wirklich draußen in der Luft. Also die haben auch aus verschiedenen Perspektiven das gefilmt und so. Und, das, und du dachtest, das ist wirklich draußen. Krass. Halt. Also es ist so, so ein bisschen Augmented Reality halt. Ah. Und da haben die aber halt nicht nur irgendwie schöne Formen oder so, sondern wirklich Bildmaterial. Also da erscheinen dann auch irgendwie Gesichter im Himmel und projizieren dann auch ein Feuerwerk und was weiß ich, dann wachsen halt so Blumen an der Sky Needle hoch. Och, geil, ich hätte gern mein Gesicht im Himmel. Ja, das ist so. Feiert euren König, König Froh. Ja, genau. Geil. Ja, also ist sehr anders als eine Lasershow. Okay. Ist schon. Also es ist eher wie so Hologramm-mäßig. Ja, ich fand das auch mit den Drohnen halt geil. Ja, allgemein, was der Toni jetzt auch angesprochen hat. Erstens mal haben wir weniger Umweltverschmutzung. Ja. Zweitens jetzt auch, weil weniger geböllert wurde, weil jeder zu Hause bleiben musste, hatten wir jetzt auch keinen Dreck in den Straßen, weil das ist ja auch immer so eine Geschichte. Das war ja immer super nervig. Ne? Ja. Es gab keine aufgesprengten Briefkästen mehr. Ja. Und lautest du keine leeren Flaschen gammeln auf der Straße rum und so, fand ich schon gut. Hast du irgendwas gelesen, wie es mit Verletzungszahlen war? Ja, gab wieder welche, die sich die Hände weggesprengt haben. Und es gab einen Brand, einen Scheunenbrand durch, wer hätte es gedacht? Böller. Böller, ja. Wow, Glückwunsch. Ja, läuft bei denen. Ja, vor allem ist ja das Krasse an der Sache halt, weil es diese deutschen Böller ja nicht gab. Haben die meistens sich das aus der Tschechei oder eben aus Polen an der Grenze halt geholt. Mhm. Und das ist halt dann wieder anderes Zeug, wie das, was du bei uns kriegst. Also da ist ja auch eventuell mehr Schwarzpulver drin und keine Ahnung was. Die sind ein bisschen gefährlicher. Ich weiß noch, wir haben vor, oh Gott ey, das ist mit einer alten Clique gewesen. Da haben wir uns auch immer aus der aus der Tschechei eben Böller geholt. Und die waren halt in Deutschland auch verboten. Naja, die sind die hießen, glaube ich, La Bomba oder so. Ey, der Name Toni Granato kommt ja nicht von irgendwo her. Nee, eben. Genau. Ich meine, der hat sich den Namen halt durch eben. Nee, das war eigentlich, ich war halt immer nur dabei. Also ich habe da nie groß damit was anfangen können. Also ich hatte immer übertrieben Schiss, mir die Finger wegzuböllern. Mhm. Ich hatte immer überhaupt keinen Bock drauf. Weil was passiert, wenn du dir die Finger wegböllerst? Du kannst dann mal dann musst du ins Krankenhaus halten und hast keine Finger mehr. Die Geschichte ist halt, wir hatten früher in unserer Gangsterzeit hatten wir immer Schreckschusspistolen und haben immer gangstermäßig Gangsterschüsse gemacht. Und ein Kumpel von mir, ein damaliger Kumpel, der hat so nah neben meinem Ohr geschossen, dass ich glaube ein halbes Jahr nicht mehr wirklich gut gehört habe und es hat immer geraschelt im Ohr und so gepfiffen und so. Also es war wirklich, ich hätte wahrscheinlich auch ins Krankenhaus gesollt und das mal angucken lassen. Ja, wahrscheinlich. Aber man hat halt im Suff auch nicht drüber nachgedacht, wenn man mit Schreckschusswaffen im Suff rumhantiert. Ja, das war die Gangsterzeit, die war krass halt. Okay. Ja. Gangsterfroh. Das war Gangsterfroh. Jetzt bin ich ja Königfroh. Von daher hat sich das geändert. Ich bin Gangsterkönig geworden. Ja, ich fand es auch schon, ich hatte da auch schon immer Schiss. Meine Cousins früher haben auch immer rumgeböllert und ich hatte da immer Schiss. Das Einzige, was ich immer hatte, waren halt so Knallerbsen, die man so auf den Boden schmeißt und vielleicht mal so, wie hieß das, Judo-Fürze? So. Kennt ihr das nicht? Nee. Das ist so eine Schnur, die so zusammengebunden ist, so ein rotes. Okay. Ach Ding, ja, ja. Das so, so ein Päckle ist und das zünscht einer macht so. Ja. Also so Kinderfeuerwerk ist halt. Das ist Kinderfeuerwerk, genau. Das ist nur so ein bisschen. Halt super. Mehr hatte ich nie und mein Vater hat halt an Silvester immer, und das macht er ja heute noch. Mit der Schreckschusswaffe. Mit der Schreckschusspistole, aber da gibt es ja so Feuerwerks. Ein Aufsatz und dann hast du Heule halt. Genau. Die sind aber geil. Also ja, nicht nur Vogelschreck halt und sowas. Na, da gibt es nicht nur Heuler, da gibt es auch richtig Feuerwerk. Richtige Aufsätze halt, ja. So das dann halt so eine Feuerwerksblume macht. Ja, das macht er. Und dann schießt er immer zwei ab und das war's dann. Wow, das macht er heute noch. Wilde Tradition, Zeit. Ja. Ja, das ist Tradition, genau. Ja. Da sind wir wieder bei Tradition. Und er isst auch immer Raclette an Silvester. Tradition. Und er ruft uns dann immer an, kurz nach 12. Genau, und es gibt immer Gans bei Weihnachten. Immer. Aber dieses Jahr glaube ich nicht. Ne? Ich weiß nicht, nee, keine Ahnung. Tradition halt. Wir haben auch dieses Jahr eine Tradition begonnen, die wir jetzt durchziehen werden. Deine Mutter weiß noch nichts von ihrem Glück. Ach so, aber vielleicht hört es jetzt, weil deine Mutter hört ja fleißig den Podcast. Ja. Liebe Grüße an deine Mutter. Das ist echt krass. Deine Mutter. Deine Mutter. Wir werden jetzt immer Weihnachten bei den Hoppenstedts schauen. Oh Gott. Ich finde, wenn man es erzählt, ist es lustiger, als wenn man es schaut. Ja, seltsam, ne? Ja. Also vielleicht ist es auch in unserem Köpfen noch einfach lustig. Ich kenne das gar nicht. Dicky, jetzt erzähl uns doch mal jetzt das Gedicht, Dicky. Zicke, Zacke, Hühnerkacke. Nicht das Gedicht.
Ach so, schön. Das ist eine Dummheit. Es bläst und saugt der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Richtig. Ah, schön. Wow, okay. Kennst du nicht? Weihnachten bei den Nee, kennt er nicht. Ich hatte doch gerade gesagt, mit dem Atomkraftwerk. Und dann macht es Puff, Puff macht es, das Atomkraftwerk. Ja. Ach, Puff, Puff. Ja. Früher war mehr Lametta. Genau, früher war mehr Lametta. Oh Gott. Genau. Ja. Oh, Toni peilt's gerade gar nicht. Okay, wir gehen weiter zum richtigen Thema. Kommentare kommentieren. Darf ich ganz kurz noch erklären, warum wir immer Toni Granato zu ihm sagen? Nein, das machen wir später. Ach, Kommentare dieses kommentieren. Dieses Mysterium lösen wir nicht auf. Vielleicht in der nächsten Folge. Ihr müsst einfach in Zukunft alle Folgen von Nerdy Talk hören, damit ihr erfahrt, was es mit Toni Granato auf hat. Richtig, weil wir können nicht immer alles sofort erklären. Immer, wie langweilig ist das? Man muss den Leuten auch mal so ein bisschen Zucker und Peitsche geben. Halt. Ja, okay. Spannung deshalb aufbauen. Machen wir heute Kommentarski, Kommentierski auf Russisch. Richtig, das wird jetzt russisch. Ja. Kommentare kommentieren. Wir haben diesmal nur 5 Kommentare und alle sind von meiner Mutter. Weil die hat überraschenderweise den Podcast gehört, das hätte ich gar nicht gedacht. Also, die hat ja schon mal gehört. Ja, weil ich ihr den geschickt habe mit Andreas Lux. Lux. Genau, den habe ich ihr geschickt und seitdem hört sie jetzt anscheinend unseren Podcast. Also hallo Mama, hab dich lieb. Sie hört halt gerne deine Stimme. Genau, und wir haben ja letztes Mal über diesen Kaschmir-Pulli an Weihnachten gelacht. Und da hat sie quasi live beim Hören hat sie mitkommentiert. Hattest du den jetzt mitgenommen oder nicht? Hat sie dir den gegeben? Ich hab den, ja. Willst du ihn anziehen? Willst du mal anprobieren? Oh ja, ich will den nochmal. Der war teuer. Ja, der war teuer. Kaschmir. Das ist Kaschmir. Der passt dir bestimmt, Bro. Alter. Dann nehmen wir einfach ein Buccaneers-Logo drauf und dann ist der super. Der passt vielleicht einfach über meinen Oberschenkel, so wie der aussah. Nein, der passt dir. Ja, ja, schon, aber sieht aus wie eine Presswurst halt. Ja, mit Rollkragen, schön. Oh. Ja, echt? Oha. Buccaneers. Ja, Buccaneers-Rot. Ist ja, das mach, aber, ist es aber nicht so das Buccaneers-Rot? Ich mach einfach so einen Totenkopf drauf. Ja, okay. Bitte. Also, hat sie geschrieben, da habt ihr ja was zu lachen wegen dem Kaschmir-Pulli. Oh. Da habt ihr wohl nicht recht verstanden, dass ich das nicht vorhatte, ihn zu verschenken. Es war die Idee von meiner Schwester und ich habe das dann mit dem Teuer gesagt, weil sie es immer betont hatte. Na, ich habe doch selber darüber gelacht und es nicht ernst genommen. Das wissen wir doch. Na, das wissen wir ja. Wir haben das ja auch gesagt, dass es von meiner Tante war und dass sie ihm dann noch ein richtiges Geschenk geschenkt hat. Also es war nicht nur der Geschenkte von der Schwester als Geschenk. Nee, das war nicht das Geschenk, sie hat ihm halt so gegeben. Aber ich fand es halt lustig, dass sie extra gesagt hat, aber sag's nicht dem Uli halt. Ja, die Tante hat gesagt, sag's ihm nicht, geschenk schon, da brauchst du ihm sonst nicht Geschenke. Ja eben, sie hätte, das war ja der Grundgedanke ihrer Schwester, war ja eben, dass das hätte ein Geschenk werden sollen von ihr. Ja, ja, aber meine Mutter hat es natürlich nett gemacht. Ja, natürlich nett, das macht man nicht. Nein. Ja, vor allem der Geschenk aus den 70er. Ja, ich meine, das ist ja... Ich meine, aus den 70er, aus den 90er. Hallo, wir haben 2020, 30 Jahre, 90er Jahre. Ich meine, ihr müsst ja immer, ja, aber der wurde schon in den 70ern hergestellt. Ich meine, hey, das Papier, wo der eingepackt war, der Aufkleber, der drauf war, war vergilbt und ist abgefallen beim Auspacken. Ja, 30 Jahre sind 30 Jahre, kann trotzdem in den 90er gewesen hergestellt worden sein. Es sah, allein die Plastik, wo das eingepackt war, sah schon aus wie aus den 70er, keine Ahnung. Ja, na gut, aber... Vielleicht hatte meine Tante in den 90ern auch schon 20 Jahre rumliegen gehabt. Ja, eben, weil sie Schwabe ist. Ja, weil sie Schwabe ist. Schwaben machen das so. Mhm. Ja. Einfach mal jetzt kaufen. Du weißt denn nicht, ob du es in 30 Jahren brauchen kannst. Genau, aber das macht deine Mutter auch so und die ist kein Schwabe. Und meine Mutter ist Franke und irgendwie anscheinend, vielleicht liegt es an der Generation der Menschen. Ja, wahrscheinlich. Man kauft einfach einmal alles Mögliche. Vielleicht kann man es in 30 Jahren brauchen. Ja, in 30 Jahren. Naja, wer auch immer. Und dann hat sie noch geschrieben, sie hat wirklich selten gelogen beim Kartenspielen. Ja, tatsächlich. Das ist mir auch aufgefallen, weil jedes Mal, wenn der Uli gesagt hat, du lügst, da hat sie tatsächlich das gehabt, was sie auch gesagt hat. Ja, manchmal hat sie halt ein anderes Gewürz gehabt, aber das war wirklich selten, Und Alohol macht Birlehol, hat sie geschrieben. Wow. Ja. Das ist eigentlich der perfekte Start in das Jahr. Genau. Ist ja lustig, was er da so erzählt. Die Getränke sind nicht so alt. Der Kirschlikör war vom Juni 2020. Ja, das haben wir doch auch nur Spaß gemacht. Das war ja bloßer Spaß, ja eben. Das hat es dann zu ernst genommen, ja. Natürlich war das nicht alt, das Zeug. Mensch, Mama, das war auch 90% von dem, was der Flo sagt, ist immer Spaß. Ironisch. Oder ironisch. Ja. Genau. Das ist mit Iron Tonio gemeint. Ja, genau. Das ist ja auch immer, warum sie immer denkt, wir streiten uns.
Wir sind sehr ironisch. Wir sind ein sehr ironisches Paar. Ja, wir haben uns noch nie gestritten. Wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen. Für Außenstehende haben wir vielleicht einen etwas roughen Umgangston miteinander, aber wir wissen meistens, wie es gemeint ist. Und wenn nicht, nehmen wir uns in den Arm und weinen und danach ist wieder gut. Ist das Streiten dann? Nee, ne? Okay. Ich weiß gar nicht, was Streiten. Sicherheitshalber nochmal nachfragen. Ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht. Was? So, was weißt du ja, nicht? Was streiten so wirklich? Ich meine, wir kommen doch beide aus anderen Beziehungen. Wir hatten ja früher auch andere Beziehungen. Ich weiß, was Streiten ist. Ja, schon, ich auch. Aber das hatte ich mit dir bis jetzt noch nicht. Also von daher haben wir bis jetzt, kann ich echt ehrlich sagen, wir haben noch nicht gestritten. Nee. Also wenn, dann nerven wir uns mal irgendwie an. Also irgendwie, keine Ahnung. Aber dann, ich weiß nicht, bis wir... Das hört sich voll geschwollen an, aber wir artikulieren dann auch genau, was uns jetzt gerade stinkt und was nicht passt und so. Ja, richtig. Oder warum man jetzt das und das gesagt hat oder keine Ahnung. Aber bei uns gibt es halt nicht so dieses, keine Ahnung, Vorwürfe machen oder irgendwas. Du immer nie. Nicht. Ja, das, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ihr wisst, Leute, in der Beziehung ist das du immer nie. Das sind die Killerwörter. Das sind die Killerwörter. Wenn ihr das in euren Argumentationen benutzt, in eurer Beziehung, solltet ihr eure Beziehung überdenken. Das Kryptonit jeder Beziehung. Du immer nie. Ja. Das sind so Sachen, da sollte man echt einmal drüber nachdenken. Okay. So, genug mit dem Zeigefinger, mit dem erhobenen Zeigefinger hier auf Lehrer gemacht. Beziehungsteacher. Beziehungsteacher. Der große Beziehungspodcast. Ja, vom Community über Gangster über auf Beziehung. Geil. Was machen Sachen, Leute? Ist jetzt so eine Rubrik, die haben wir auch schon jetzt seit fast Anbeginn des Podcasts, oder? Nee. Hatten wir am Anfang, glaube ich. Also ganz am Anfang nicht. Das ist so lang her, ne? Ja. Ich kann's gar nicht sagen, aber... Wann hat es angefangen mit was machen Sachen? Ich glaube, die haben wir schon recht früh mit reingenommen. Meine ich doch eben auch. Fünfte oder also spätestens ab der 10. Folge. Okay. Gefühlt, ja. Gefühlt, also schon lang. Irgendwann haben wir mal einen kleinen Trailer dazu gebastelt. Und den hört ihr jetzt. Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Schaltjahr. Schaltjahre? Weiß nicht. Stark. Leute, ihr könnt euch totschweigen oder Toni kann einfach anfangen. Toni, feiern. Ich wollte jetzt gerade, weil wir jetzt eh schon bei Dings sind, wir haben ja dann schon Zweijähriges bald. Oder haben wir jetzt schon Zweijähriges? Wir haben doch irgendwann im Januar angefangen, oder? Wir haben schon oder? Zweijähriges, weil du musst mal überlegen, wir machen ja alle 2 Wochen und das Jahr hat 53 Wochen und nachdem wir ja schon Podcast 53 haben, muss es schon 2 Jahre sein. 54. Ja, also muss es 2 Jahre sein. Verrückt. Das ist krass. Jetzt machen wir das schon 2 Jahre, Leute. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich das rausschneide und Toni jetzt einfach nochmal mit Was machen Sachen anfängt oder ob ich es drin lasse. Na, ihr werdet es hören. Bitte, Toni, was machen Sachen an? Ich fange mit Was machen Sachen an. Wir haben eine Sache, die uns gestern alle bewegt hat. Und zwar haben wir auf Instagram einen sehr dubiosen Account entdeckt zu einem Comic-Verlag. Ja, stimmt eigentlich so. Also ja, okay, wie Toni das sagt, ist es für ihn so. Ich wurde da schon mal drauf hingewiesen. Sorry, wenn ich da so reingrätsche. Ja, ich habe es auch schon mal gesehen. Und hatte das bei uns im Discord, wir haben nämlich einen Discord-Channel, Leute, in diesen Comic-Talk reingeschrieben. Mhm. Stimmt, ja. Und das war tatsächlich schon am... Oh, hier wird so viel geschrieben. Hilfe. Mhm. Und das war tatsächlich... Ja. Am 16.12. habe ich schon auf diesen Account das erste Mal hingewiesen, weil mich da nämlich die Booknapping-Sandra... Sandra wollte ich jetzt schon das R-Roll. Darauf hingewiesen hatte, dass ein Kollege aus dem Verlagswesen ihr nämlich eine E-Mail geschickt hatte mit dazu einschlägigen Texten und Bildern zu diesem komischen, seltsamen Verlag. Mhm. Und... Anscheinend machen die ab seit Dezember so richtig Welle. Und jetzt ist Januar, also das haut hin halt, ne? Ja, und auf jeden Fall geht es um den Comic-Verlag Hydra Comics. Hm. Das ist ein deutsch-österreichischer, ich glaube, das ist in Österreich sitzig, ich bin mir aber nicht sicher. Deutscher Verlag aus Dresden. Stimmt, ist ja in Dresden. Ja, ja Quatsch. Ja. Und die machen ja politische... unkorrekte Comics, wie sie selber schreiben. Ja, schreiben sie selber. Ich habe gestern mal den Kanal durchgescrollt und mir die Sachen angeguckt. Also, da muss man nicht genau hingucken, um zu wissen, dass es wirklich schwierig ist. Und die sind absolut rechtsradikal.
Es steht ja sogar schon in der Instagram-Bio drin, deutscher Verlag aus Dresden und dementsprechend drauf. Ja, das ist schon ein Satz, ne? Also bitte. Ja. Als würde jeder Dresdner Nazi sein. Das ist auch schon eine Frechheit, sowas zu sagen. Ja. Da gibt es eine Seite, die heißt blicknachrechts.de. Da gibt es vom 27.11. tatsächlich eine interessante, also einen interessanten Bericht. Und den verlinken wir euch natürlich unten im Podcast-Text, würde ich mal sagen. Mhm. Und da geht es auch genau drüber, über diesen Verlag, weil dieser rechtsextreme Verlag, beziehungsweise dieser Verlag mit dem rechtsextremen Netzwerk 1% zusammenhängt. Und die haben auch dieselbe Anschrift in Dresden. Und das ist, ja gut, die Anschrift muss ich jetzt nicht sagen, aber das ist, steht halt recht genau drin, wer da der Chef ist, um was es geht, wer der Geschäftsführer ist und was so der Geschäftsführer alles schon gemacht hat, wo der dabei war, was für ein Fördermitglied das er war. Und wenn man dann bei Instagram und sowas in die Kommentare guckt, dann sieht man auch ziemlich schnell mal die junge AfD, oder wie heißen die? Junge Alternative. Junge Alternative zum Beispiel, genau. Mit denen haben sie sogar auch schon irgendwie einen Livestream gemacht oder sowas. Also schwierig. Also, ich habe heute früh noch mal ein bisschen recherchiert, auch für Instagram mit meinem privaten Account, weil ich mit Gigi habe ich das ja alles komplett blockiert. Und meinem Privataccount folge ich denen und bin großer Fan. So. habe ich das jetzt mal. Also, Leute, das war Ironie. 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 Ich habe recherchiert und da macht sich ein Fass auf halt. Ne? Ein Fass, ein Scheiße-Fass, sage ich mal. Also, da kommst du von A nach B nach C und alles Instagram-Kanäle oder auch Twitter. Ich meine, die sind ja tatsächlich auch überall vertreten. Und am besten kann man solche Spuren halt verfolgen, indem man sich halt die Kommentatoren ansieht und von den Kommentatoren kommst du halt über andere Seiten, auf andere Seiten, zu anderen Kommentatoren und dann siehst du, was das für ein Netzwerk ist und was das für ein braunes, ja, ich sag mal, scheiße Netzwerk ist, was sich da zusammentut. Und fand ich auch ganz interessant, dass sie ja, das sind ja auch immer so Leute, die schreien so, ja, ich werde hier meinungsmäßig unterdrückt, keine Meinungsfreiheit, aber unter ihrem einen Post haben sie geschrieben, ja, man soll mir auf YouTube mal diese Dinge angucken und sie haben dann aber schon Andersdenkende gelöscht oder so ähnlich, ne? Also so viel zur Meinungsfreiheit auch wieder. Ja, das ist ja das, die schaffen sich ihre eigene Blase und lassen da auch wenig zu, aber verlangen von anderen, dass man offen ist. Das ist ähnlich wie bei den Verschwörungstheoretikern. Da ist es ja genauso, die reden immer was von Meinungsfreiheit und keine Ahnung was, aber wenn mal einer irgendwas gegen die sagt, dann ist man immer gleich der Böse, weil man nichts toleriert, aber sie tolerieren ja auch keine anderen Ansichten. Das ist ja das Lustige. Ja, wie gesagt, das macht gerade Welle. Viele Bekannte auf Instagram haben schon blockiert und haben auch gesagt, Vorsicht, wenn die euch folgen, das ist ein rechtspolitischer Comicverlag. Und tatsächlich, also ich finde es so ekelhaft, ey. Ja? Ganz ehrlich. Es ist halt die Sache, sorry, wenn ich das so sage, für uns ist halt Comic immer sowas mit Kindheit und Unschuld und unantastbar irgendwie in der Hinsicht. Obwohl man jetzt, wenn man das mal, jetzt wird es schwierig, wenn man es neutral sieht, ist es nicht wahr, weil auch in den amerikanischen Verlagen sehr viel politisiert wird. Also bestes Beispiel ist für mich Miss Marvel zum Beispiel, das Kind, die ist ja, jetzt wollte ich schon sagen, Islamistin. Kamala. Genau, die ist ja, die ist ja religionsangehörig dem Islam gegenüber und solche Geschichten. Die ist Muslime, genau, Alter, wäre mir jetzt Muslime nicht mehr eingefallen, ey, Wahnsinn. Das wurde ja auch in dem Comic hervorgehoben und reingeballert und da könnte man jetzt auch sagen, und das gab es ja auch, diesen Aufschrei, ne, gab es ja auch so, jetzt muss man hier Muslime, bla bla, alles hier so glorifizieren, dieses und jenes. Und den Aufschrei gab es schon auch, weil es eben auch andersrum gemacht wird, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist rechtes Gedankengut. Ich finde es halt irgendwie so. Für mich ist die Comicblase, also die Menschen, die Comics lesen, sind für mich so bunt, tolerant, aufgeschlossene Menschen. Und der hat für mich so eine braune Scheiße nichts zu verstehen. Genau. Das wäre jetzt genauso wie jetzt auf einmal, wenn jetzt, keine Ahnung, Star Trek Fanclub Dresden
keine Ahnung, weißt du, das ist so eine Domäne, wo tolerante Menschen sind. Und da haben, davon so, geht man und da haben einfach genau. so Idioten nichts zu suchen. Ja, halt. Das hast du gut zusammengefasst, genau. Das ist das, was ich auch noch sagen wollte. Eben, es ist die Toleranz, die doch gelebt wird in Comics. Ja. Deswegen jetzt auch mit Miss Marvel zum Beispiel. Genau. Das ist einfach ein Toleranzdenken, wo man sich auch öffnen kann. Mehr Frauen als Superhelden, mehr andere Ethnien als Superhelden und solche Geschichten. Das ist einfach die Toleranz, wo man sich da öffnet. Und dann kommen solche braune Stinker daher und machen da einen auf heimattreue Nationalisten und bringen so ätzende Hydra-Comics raus mit so ätzenden Protagonisten, die halt irgendwie gegen das momentane politische Sein in Deutschland ankämpfen und so. Also furchtbar ätzend. Und das Schlimmste daran finde ich, dass es so durchschaubar ist halt, weißt du? Ja. Ich sehe halt so schon genau diese, so offensichtlich, ich sehe schon genau diese Parteifunktion, also, wir müssen die Jugendlichen erreichen, weil die alten Parteien, die sind ja nur für alt, also die sprechen ja nicht zu den jungen Menschen und das ist unsere Zielgruppe, die müssen wir ins Boot holen, die sind noch beeinflussbar. Ja, was mögen denn Jugendliche Comics? Ja. Und das nächste wird dann Gaming sein. Halt. Haben sie auch schon, da gibt es ja auch auf ihrer Seite. Schon. Das heißt ja, wie heißt das, Toni? Wolltest du jetzt auf dieses Spiel? Ich wollte es jetzt eigentlich alles erzählen. Dann erzähl doch mal alles. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Doku leider heißt. Die war von vom ZDF, von Hart. Ja. Wie heißt denn das? Hart aber nett, fair? Hart aber fair. Hart aber fair heißt. Also es gibt eine Sendung, die heißt Hart aber fair. Ja, okay. Und die haben jetzt irgendwie so einen YouTube-Channel und machen da so kleine Web-Dokus. Ah. Und da kam auch so eine Doku über Rechtsradikalismus im Gaming-Bereich. Und man kann sich da jetzt drüber streiten, wie sehr die sich halt aufhängen in dem Sinn oder wie man sich wieder drauf aufhängen kann, dass jetzt wieder heißt, jeder Gamer ist Nazi oder keine Ahnung was. Aber Fakt ist, dass die halt Parallelen zeigen, wie rechtsradikale Spiele entwickeln, die halt ganz klar rechts sind und jetzt hab ich's, und die halt dann wieder dafür da sind, um Leute vom Gaming ins rechtsradikale Spektrum zu ziehen. Aber das ist ja dasselbe, was jetzt hier mit dem Comics auch versucht wird. Das ist immer nur Mittel zum Zweck. Genau. Man versucht damit Leute in dieses Spektrum reinzuziehen. Es ging nämlich darum, dass die auch Werbung gemacht haben für das Spiel Heimat Defender. Genau, das war das. Heimat Defender ist so ein 2D-Jump-and-Run-Computerspiel, das durch den rechtsradikalen Verein 1% für unser Land und KVT Games entwickelt und als Freeware veröffentlicht wurde. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Das Spiel wird als rechtsextrem, homophob und antisemitisch eingeordnet. Das ist ja auch so, dass es dann for free ist halt auch, ne? Dass es sich halt schön verbreitet, dass man halt nichts zahlen muss und sowas. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, die sie halt gut für sich nutzen. Und da kannst du mit dem Bernd Höcke als Charakter spielen, was halt... Genau. Also mit Bernd Höcke. Das ist so, weißt du, das ist so durchschaubar halt. Ich meine, ja, das ist genau wie diese Scheiße... Nee, das versucht ja gar nicht, unscheinbar zu sein. Richtig. Nee, aber das ist so, weißt du, dass die Jugendlichen halt das auch nicht checken, so. Also das ist halt so... Naja, ich weiß es gibt Leute, die entscheiden sich dafür halt. Es hat nichts damit zu tun, dass du es nicht checkst oder dass du gezwungen wirst, das zu spielen. Die Leute, die das gucken, die sich das geben, die sich diesen Content geben, wollen sich diesen Content geben. Ja. Das hat ja damals diese eine Dokumentation schön gezeigt hier mit dieser AfD-YouTuberin, die sich bewusst dafür entschieden hatte, in diese Kreise abzutauchen und dann irgendwann gemerkt hat, oh scheiße, ist ja echt eine scheiß Welt hier, ne? Und dann geheult hat und gesagt hat, ich möchte hier wieder raus und meine Kinder werden bedroht und bliblablub. Und das passiert ja immer aus einer Angst heraus. Ja. Also die Leute, die sich dann dafür entscheiden, das zu machen, die haben ja dann vor irgendwas eine Angst. Ob es jetzt Flüchtlinge sind oder jetzt Corona oder weiß der Geier was. Es passiert immer aus einer Angst heraus, irgendwas zu verlieren. Und dann begeben die sich in solche Bereiche. Und dann driften die immer weiter ab. Auch wenn sie gar nicht vielleicht so krass extrem wären wie jetzt Vollblut-Nazis oder so. Aber die kommen dann halt da immer weiter rein, werden dann immer weiter gedrängt, halt dann solche Sachen zu machen. Ja, oder du hast dann solche gefährlichen, wie du schon sagst, also ich sag mal Anführungsstriche Vollblut-Nazis, wie du auch in der Dokumentation gesehen hast, diesen 15-, 16-Jährigen der vom Staatsschutz schon überwacht wird, weil er einfach durch die Familienverwurzelungen so in diesem Ding drin ist, dass er es gar nicht anders kennt und auch nicht dumm ist. Ne? Und das ist ja das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Der Typ ist ja kein Dummer halt und wird politisch schon daraufhin so getrimmt halt, dass er auch politisch aktiv ist, rhetorisch
gut unterwegs ist, ne? Und man hatte das auch schön in der Doku gesehen, wie er dann neben diesen Assi-Nazi stand, der keine Zähne mehr im Maul hatte und irgendwelche Parolen gegrölt hatte und sich dann aber auch von denen distanziert hatte und gesagt und sagte dann, ja, solche gibt's dann schon auch. Und du schon gemerkt hast, naja, das ist halt ein Werkzeug für ihn, ne? Das sind halt die dummen Stümper, die halt dann das machen, was er durch rhetorische Fachkenntnis verbreitet halt, ne? Naja, er kann halt dann auch zeigen, hey, das so sind wir nicht alle. Nee, genau. Und solche gibt's halt dann auch. Aber er ist halt auch nicht gegen die, ne? Weil die sind ja dienlich für ihn. Solche kann er ja gut. Ja klar, glauben. Das ist der Fußvolk halt. Genau. Ja, schwieriges Thema, brutales Thema, wenn man sich der ganzen Sache mal stellt. Ist vielleicht auch nicht für jedermann, aber man sollte sich da schon öffnen. Man sollte da tatsächlich, gerade was den rechtsextremen Raum angeht, nicht die Augen verschließen. Auch den linksextremen Raum. Ich möchte da jetzt niemanden rausreden. Auch Linksextremismus ist Extremismus. Ja. Und wir wissen im Allgemeinen, Extremismus ist immer scheiße. Mhm. Also, absolut. Weil auch extremes Bier trinken ist auch nicht gut, ne? Also wisst ihr, so die Mitte treffen, das wäre eigentlich das Wichtigste für alle. Man sollte sich immer in der Mitte treffen. Ja, ich möchte noch ganz kurz ein Schlusswort dazu sagen, weil ja immer, sieht man auch im Sportbereich, es sieht man im Comicbereich, überall sieht man es immer mal, dass dann immer Kommentare oder irgendwelche Stimmen laut werden, die sagen, lass doch politische Sachen aus den bla 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 raus. Also ob es jetzt Sport ist oder Comics oder Serien, was auch immer halt. Ja. Lass doch die Politik da raus, wenn irgendwas im Hintergrund arbeitet. Es geht, wie man sieht, dass jetzt auch einfach Verlage sich gründen, die dann oder ein Verlag sich gründet, der rechtsradikal sich darauf spezialisiert. Da wird es doch klar, du kannst politische Sachen nicht von Dingen fernhalten. Das ist immer grundsätzlich ein Thema und du wirst davon nicht beschützt. Und du musst dann einfach lernen, damit umzugehen, es zu akzeptieren und deine Stimmen dagegen halt zu erheben und dich davon zu distanzieren oder eben nicht, je nachdem, worauf du halt Bock hast. Aber es ist halt nicht so einfach. Und mit dem Internet ist halt einfach die Informationsaustausch so groß geworden, dass man halt auch Dinge mitbekommt, die man vielleicht nicht mitbekommen hat. Und es ist halt so, die Welt ist halt jetzt so. Da muss man sich halt jetzt mal dran gewöhnen. Ist tatsächlich so, also ist ein schönes Beispiel auch. Jetzt in der Gaming-Szene ist dieser eine Typ gestorben hier, der auch in South Park mit dabei war, dieser nerdgammelige Dauerzocker da. Ja, ja, der genau. Der das auch als ein Meme war, glaube ich. Der bei der BlizzCon das auch als Cosplay gemacht hat und sowas. Und der ist an Covid-19 gestorben. Ach, schon mal nicht. Und also es ist erschreckend, was für Kommentare dann auf einmal unter Gaming-Seiten stehen mit genau diesem Thema zum Beispiel. Yep. Ja, lass doch diese Covid-Scheiße aus dem Gaming-Thema raus. Ja, nee. Ne, und dann kommen da ganz krasse Schwurbelposts, wo du denkst, wow, wenn das die Gaming-Szene ist oder wenn das ein Großteil der Gaming-Szene ist, die so denken wie du gerade, der da schreibt, dann habe ich da ganz große Angst um diese Leute. Das Ding ist ja, dass das nie der Großteil ist. Nee, das ist halt die laute Minderheit. Ja, ich musste für mich auch mal wieder lernen oder mir das mal wieder bewusst machen, dass wenn ich den Computer ausschalte, dann ist dieses ganze Internet weg und völlig unwichtig. Und, richtig. Und Leute, das Internet ist einfach unwichtig tatsächlich. Also ich will damit nur sagen, alles, was das Internet macht, ist natürlich immer eine Auslegungssache für einen persönlich selber. Ich meine, das Internet hat auch schon viele gute Sachen gemacht, aber man darf es nicht zu ernst nehmen. Vor allem so Diskussionen bei Facebook, Instagram oder sowas. Ja, weil die ganze früher haben wir immer gesagt, Instagram ist so toll, weil da sind die ganzen Idioten nicht, bla bla, ist ja jetzt schon genauso. Das, wenn du Instagram guckst, mittlerweile komplett voll. Furchtbar. Und das einzig wahre Schöne ist, man muss sich halt dann auch seine eigenen Welten schaffen, wie auf Discord. Wir haben übrigens einen Discord-Server, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir haben einen Discord-Server und der ist echt schön. Ja, das stimmt. Weil da sind nur Leute, die ich mag. Ja. Und da wird toll diskutiert und toll geredet mit nötigen Anstand und Respekt. Und das ist wirklich eine ganz tolle, kleine, nette Gemeinschaft. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch... Ach so, wolltest du noch was? Sorry. Du, unterbrich mich ruhig. Wir haben auch... Nee, weil wir jetzt gerade bei Discord sind, Flo, du hast ja da einen Punkt dazu. Könntest du jetzt gleich eigentlich erzählen, oder? Kann ich nicht, weil das ist halt so die Sache, weil ich war mit meinem Internetthema noch nicht fertig. Das, okay. Ja, die Geschichte ist doch einfach, solche Leute nehmen sich auch viel zu ernst halt, weißt du, die ihre Meinung rausbrüllen und da sagen, ja, ich sage dieses und jenes. Hatte ich jetzt mit Star Wars auch wieder, weil ich hätte jetzt einen Punkt, High Republic ist nämlich gestartet und es wird nur gehatet.
Ich weiß gar nicht, wo dieser Hate herkommt. Im Real Life würden die das gar nicht sagen. Ja, das ist ja das Nächste. Ich weiß gar nicht, wo dieser Hate herkommt gegen dieses High Republic-Thema. Aber Alter, was ich alles gelesen habe bei den Amis, ganz, ganz krass. Und auch bei den Deutschen teilweise. Ich weiß gar nicht, wo dieser Hass herkommt. Aber warum? Mit was für einer Begründung ist es gegen Kommen wir dann mehr vorbei? Ich weiß es nicht. Aber ich lese nur Scheiße über dieses High Republic-Ding. Und da frage ich mich, Leute, was ist... Kann man sich einfach mal erstmal sich entwickeln lassen, bevor man jetzt hier völlig hohl dreht? Also, und dann denke ich mir auch so, weißt du was, Flo, schalt doch einfach die Scheiße ab. Das, was die da schreiben, ist so unwichtig, weil es tangiert erstens mal normalerweise dich in deinem normalen Leben nicht, im Real Life. Mhm. Und es tangiert die Leute, die das Ganze entwickeln und machen, nicht im Real Life, was da irgend so ein Honky schreibt im Internet. Das Internet ist teilweise sehr unwichtig. Und naja, Leute, wenn man sich aber mal Star Wars Episode 8 und 9 anguckt, dann war das Internet doch wieder sehr wichtig. Leider. Für wen? Naja, also man hat schon gesehen, dass der Shitstorm, was auf Star Wars Episode 8 stattgefunden hat, schon sehr Einfluss auf Episode 9 genommen hat. Ist das jemals so gesagt worden? Also ich habe niemals gehört, dass Kathleen Kennedy gesagt hat, Leute, durch euren Shitstorm haben wir uns jetzt entschieden, J.J. Abrams zurückzuholen, der macht jetzt Episode 9 für euch, weil ihr das geiler findet. Ein offizielles Statement habe ich dazu nicht gelesen, aber man hat es doch gemerkt, finde ich. Finde ich nicht. Ich habe da überhaupt nichts gemerkt. Die haben halt JJ geholt, der JJ hat es halt gemacht, fertig. Das ist so eine Sache. Alter, keine Ahnung. Das ist Spekulation. Ich glaub, das ist halt Spekulation. Ja. Man kann das halt sagen, aber ich glaube, das ist doch denn ihr scheißegal halt. Zu mir hat gestern jemand gesagt, weißt du, Episode 7, 8 und 9 wurde auf Drängen der Aktionäre gemacht. Sie haben eine teure Lizenz von George Lucas gekauft und die musste jetzt verbuttert werden, dass da Geld zurückkommt. Und ich glaube, auch so war das. Im Nachhinein, wenn ich so drüber gucke, kommt mir das nämlich auch so vor. Es musste jetzt schnell was rausgeballert werden und das haben die gemacht. That's it. Weil die Aktionäre wollen Geld sehen. Ja, aber die Aktionäre sehen so auch Geld. Das ist wieder Bullshit, weil keiner Ahnung vom Disney-Unternehmen hat. Der Verkauf von Filmen, von Star Wars Filmen, ist bei Disney nur ein kleiner Prozent gewesen. Die meisten Einnahmen hat zu der Zeit, wie die Übernahme von der Lizenz war, hat Disney hauptsächlich mit den Vergnügungsparks gemacht. Naja. Ja. Krass. Ja, ist krass, aber jetzt haben sie ja. Und dann haben sie ja ihre eigenen Filme, Disney Pixar. Ich hab die nicht verstanden. Dann haben sie ihre eigenen Filme noch von Disney Pixar. Ja, schau, sehr gutes Beispiel. Disney Pixar, neuester Film, Soul, toller Film. Aber Merchandise kannst du daraus nicht machen. Spielt dir keine Kohle rein, das Ding. Ja, dafür hast du aber andere Sachen, wo du schon Merchandise machen kannst. Ja, Star Wars zum Beispiel. Mandalorian hat sich jetzt verkauft wie warme Semmeln halt. Ja, da können wir jetzt drüber streiten, klar. Ich will ja nicht sagen, aber Merchandise ist ja auch nicht alles. Es geht halt darum, dass mir das halt so vorkommt, und das ist natürlich auch nur, weil ich gestern mit jemandem drüber geredet habe, der halt aus dem Business ist, der hat das halt gesagt. Und ich sag halt, okay, der kennt sich aus und ich glaube dem das auch. Ich glaube schon, dass die durch den Lizenzkauf einfach Fettdruck bekommen haben und jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt was machen. Und Episode 7 war noch gut, dass man gemerkt hat, okay, da ist Herzblut dabei, da hat man sich Mühe gegeben, da hat man das Star Wars-Feeling auch reingebracht, da auch von der Story her wurde noch schön erzählt und dann wurde einfach irgendwie, keine Ahnung. Also warum man sich so entschieden hat, wie man sich entschieden hat, werden wir nie erfahren. Ist auch völlig egal. Aber irgendwie hat man gemerkt, dass die Liebe irgendwie nicht da war. Da mischen halt auch immer zu viele Leute mit, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Das ist wie in Deutschland mit der Filmförderung. Alter. Alles auf den Kapitalismus oder alles auf die Aktionäre zu schieben. Ich meine, klar, ich bin jetzt nicht objektiv genug, das kann man mir jetzt auch vorhalten, aber ich finde, es ist wieder einfach zu einfach gedacht. Nee, aber ich möchte, wenn ich mich jetzt falsch ausgedrückt habe, ich glaube nicht, dass es nur allein wegen Geld so war, aber das war ein großer, großer Punkt, glaube ich, in der ganzen Story. Einer von vielen, aber ich glaube mit einer der größten. Ich meine, dass du eine Lizenz einkaufst und dann mit dieser Lizenz Geld verdienen willst, ist ja wohl logisch. Ja, man ist ja nur komplett nachvollziehbar. Ja, natürlich. Das ist auch völlig aber in Ordnung. Wenn du jetzt in einem Betrieb bist, wenn du jetzt eine Firma leitest und du stellst jemanden Neues ein, dann willst du ja auch, dass der produktiv ist. Ja. Und genau so ist es ja auch. Ja, das ist ja auch nicht böse gemeint, aber es ist halt ein Punkt einfach, finde ich.
den man halt vielleicht gemerkt hat. Und so ist es jetzt auch anscheinend mit High Republic. Weiß ich nicht, ist ganz seltsam. Ich lese nur Hate über eine Sache, über die ich überhaupt selber noch überhaupt keine Information habe. Ich meine, sie haben jetzt einen Trailer rausgebracht, ne? Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Über Covid-19, über die Gaming-Szene? Über das Internet. High Republic ist und dann über das Internet, dass es nicht so wichtig war. Genau, jetzt schließen wir mal dieses Internet-Ding ab. Jetzt kommen wir. Waren wir jetzt schon bei Was machen Sachen? Ach so, Hydra Comics. Also so hatten wir angefangen, um Himmels Willen. Genau. Alter. Also du hast jetzt schon die Brücke geschlagen, dann gehe ich jetzt mal direkt wieder rein. Genau. High Republic haben wir, ich weiß nicht, ob es Mitte des Jahres war, haben wir schon mal drüber geredet, dass es angekündigt war. Dann wurde es wegen Covid-19, also halt Corona, verschoben. Mhm. Also es geht um die Comics. Also Star Wars bringt eine neue Comicreihe raus, die High Republic heißt. Diese ganze Ära oder Saga spielt 200 Jahre vor dem ersten Film. Mhm. Also das ist schon... Also es wird gar nichts mehr damit zu tun haben mit bekannten Charakteren, die man kennt. Es ist eine komplett neue Storyline. Und die soll wohl auch... Ich weiß nicht, also bei den ganzen Ankündigungen gab es jetzt dazu noch nichts. Die soll aber auch eine Disney-Plus-Serie bekommen. Also soll auch dann noch so versoftet werden. Okay. Ja, und das ist alles, also dieses Comic, High Republic-Ding, ist jetzt gestern, also am 5.1. gestartet. Also bis es in Deutschland ankommt, wird zwar ein halbes Jahr dauern wahrscheinlich. Aber hey, ganz ehrlich, was ich so an Artworks aus dem Trailer gesehen habe und so, ist, ich meine, Trailer zu einem Comic ist immer schwierig, weil du siehst halt nur Bilder, aber das, was ich gesehen habe, macht mir schon Spaß. Also macht mir schon Lust auf mehr. Also ich habe da Bock drauf, ich bin da sehr aufgeschlossen. Ich weiß ja gar nicht, wo der. Ich habe jetzt von dem Hate nur über dich jetzt erfahren. Ja, weil in meiner Blase halt die Leute darauf. Also ich bin in Facebook auf verschiedenen Star Wars-Seiten halt unterwegs. Ja. Und auch, also rein englischsprachigen Seiten unter anderem. Und heute früh habe ich halt einen Kommentar von jemandem gesehen, der macht hier auch so, mein Gott, wie heißt der wieder? Wow. Die machen Orkenspalter TV, machen die. Hier. Ach so. Der Nico. Nico heißt er, genau. Und die Mairi. Genau. Und der Nico hatte geschrieben irgendwie, ja, der neue Trailer, ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, weil es eben schriftlich war, aber es hat mich ein bisschen geärgert einfach, weil es so salopp von oben runter geschrieben war. Der neue Trailer sieht irgendwie aus, als hätte es der Uhrwerk Verlag gemacht oder irgend so ähnlich. Als wäre es irgendwie nicht qualitativ seinen Maßstäben oder seinen Ansprüchen gerechtfertigt oder so. Keine Ahnung. Das hat sich seltsam gelesen und das fand ich einfach, das hat mich ein bisschen geärgert in dem Moment. Weil ich mir auch so dachte, du weißt, erstens mal wissen wir doch überhaupt noch gar nicht, was es so richtig ist, wird und wie es werden kann. Und es sind Trailer zu einem Comic. Was willst du da einen High-Performance, keine Ahnung, 3D-Trailer für 5 Minuten Länge haben oder was? Aber das erweckt doch auch schon wieder falsche Erwartungen, weil da hast du einen animierten... Ja, es geht um Comics. Ja, es geht halt um fucking Comics. Und wenn du da paar Ausschnitte aus Zeichnungen siehst, du hast ja nicht mal richtige Panels gesehen. Ja, das ist ja das Nächste halt. Ich meine, vielleicht habe ich auch seinen Kommentar einfach auch falsch verstanden, ne? Was durchaus sein kann. Aber ich fand es halt in dem Moment halt ungerechtfertigte Kritik irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also für mich immer, war wenn da, das Neue rauskommt, wird erstmal gehatet, weil es einfach so eine menschliche Eigenart ist. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann lästert man darüber ab. Okay, dann bin ich halt eben anders als alle Menschen. Aber das ist so. Halt so die Geschichte. Auch ich weiß auch nicht, ob wir wirklich das Zielpublikum sind, gell? Weil für mich sieht es auch so ein bisschen aus, als wäre es für Jugendliche. Weil die Zeichnungen und sowas eher so in den Jugendstil gehen, finde ich. Und es könnte auch durchaus sein, dass wir gar nicht Zielpublikum sind für die ganze Chose. Was ich jetzt auch nicht schlimm finden würde, weil du musst ja Publikum immer anfüttern irgendwo. Du musst ja irgendwo beginnen halt, ne? Ich hatte das Gefühl, dass es da mehrere Zeichenstile waren. Also ich habe auch einen gesehen, der deutlich cartoonischer ausgesehen hat. Mhm. Und dann hast du aber trotzdem Zeichnungen, die dann wieder in die Richtung gehen, wie jetzt von einem Darth Vader Comic oder so. Also die schon. Das hatte ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja, gut. Ja. Also ich weiß nicht, aber so alles vom Design her, dass halt so viel mit Weiß und Gold passiert, gestaltet ist und wie alles so gestaltet ist, da habe ich halt echt Lust drauf, weil es eine Star Wars-Ära ist, von der keiner was weiß. Ja. Außer vielleicht, ich weiß ja, ob es da überhaupt schon ein Buch drüber gab oder ein Roman. Das ist eine gute Frage. Aber dann ist auch wieder die Frage, ob der noch Kanon ist. Ich weiß nicht, aber ich bilde mir an, es sollte auch Romane geben, gell? Es Comics. Ja, genau, es kommen Comics und Bücher raus. Ja, genau. Ja. Also ich freue mich einfach auf neue Star Wars Stuff und es sieht
alles ein bisschen gehobener aus. Also die Galaxie ist noch nicht kaputt. Die sieht so irgendwie so, es ist wie so ein goldenes Zeitalter halt. Ah ja, und der High Republic. Ja. High Republic, ja, die Hochzeit. Und ich finde, ich habe da halt schon Lust drauf. Ja, ich auch. Also rein vom Thema her habe ich da Bock drauf, weil es erinnert mich halt an das Spiel Star Wars The Old Republic. Und das ist ja auch so, okay, gut, da sind wir wieder in Kriegszeiten, aber trotzdem kann man an den ganzen Artworks und am Spiel selber, wenn man hier gerade in Coruscant ist und sowas, schon auch die Hochzeit erahnen, die man halt vielleicht, genau. Also gut, The Old Republic spielt ja noch weit vorher, glaube ich, ne? Da gibt es ja noch so ganz viele Fifth-Dingens und sowas, aber trotzdem, man kann erahnen, wo es hingeht halt, ne? In was für eine großartige, glänzende Zeit halt. Ja. Ja, wo das Licht regiert. Oh. Ja. Mehr gibt's da auch noch nicht. Also wie gesagt, das ist jetzt in Amerika gestartet. Bei uns, bis es kommt, bis Panini das rausbringt, wird's ein bisschen dauern, aber ja, ich freue mich drauf. Panini ist dran. Panini? Babidi Bubi? Babidi Bubidi? Nadine, du hast Bubidi Babidi. Ja, ich habe Bube-Sachen. Was hast du gemacht? Was hat sie gemacht? Ich habe Wo ist er hin? Weg, jetzt ist er weg. Der hat sich weggebubert. Chillt sein Leben auf der Couch. Ja. Wo fange ich an? Die BlizzCon ist ja dieses Jahr. War die im November nicht? Nee, die war ja nicht. Normalerweise wäre die immer im November. Ja. Dieses Jahr war sie nicht. Richtig. Sondern sie findet im Februar 2021 statt, am 19. und 20. Online. Und zwar komplett online. Nennt sich auch BlizzConline. Wow, voll tricky. Stark. Ey, das gibt eine extra Gehaltserhöhung fürs PR-Team. Ja. Und dadurch, dass das dieses Jahr alles online ist, findet natürlich auch der Cosplay-Wettbewerb online statt. Und wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, das wäre ja mal die Gelegenheit für mich, beim Cosplay-Wettbewerb mitzumachen, weil das wird sonst niemals passieren, weil ich mir wahrscheinlich niemals leisten kann, nach L.A. zu fliegen und da mitzumachen. Ja. Und das, ja, cool, online. Und nachdem es ja auch online ist, haben die dieses Mal zum ersten Mal die Möglichkeit, dass auch unsere Furry Friends, also unsere Tiere mitmachen dürfen, unsere Haustiere dürfen mitmachen. Allerdings natürlich nicht beim Contest, sondern bei der Cosplay Exhibition, bei der Ausstellung. Die gibt's ja da auch jedes Jahr. Das ist das, wo normalerweise die Leute so über die Bühne, die laufen auf die Bühne, dann wird kurz gesagt, welches Cosplay und wie der Mensch heißt und dann läuft er wieder ab halt. Und das ist kein Contest, man zeigt sich halt kurz die Exhibition, weil die einfach, weil Blizzard einfach cool ist und jedem halt seine 2 Sekunden ruhen gönnen möchte und so viel wie möglich Cosplays zeigen. Und auch solche, die halt jetzt keine Profi-Cosplayer sind, weil das Niveau bei der bei dem Wettbewerb von Blizzard ist schon heftig. Also da ist wirklich die Creme de la Creme der Cosplayer weltweit. Also, da haben auch alle deutschen Großen, die ich kenne, schon gewonnen halt. Genau. Also Lightning Cosplay und Svetlana hier, wie heißt sie? Kamui Cosplay. Kamui, genau. Und die Blizzard will halt aber jedem die Chance geben, egal auf welchem Level. Und wie gesagt, nachdem ich mir dachte, ja gut, ich bin immer noch Anfänger hier beim Cosplay und auch mit Foam Smithing und so. Und das schaffe ich nie, bis Januar da irgendwie was Geiles zu machen. Mache ich doch ein Cosplay für den Lord. Da, da, da. Ja. Und dann habe ich mir halt überlegt, was gibt's aus WoW, was der Katzenlord als Cosplay tragen könnte. Und dachte ich natürlich erst der Katzenfamiliar. Also die kleine Zauberkatze auf dem Besen. Ja. Und dann, ja, aber ohne Hut, weil du kannst der Katze nichts auf den Hut auf den Kopf setzen. Ja, es gibt Katzen, die können das, aber ja, ähnlich. Aber ich glaube nicht, dass der Bruder das macht. Und, und ohne Hut macht es keinen Sinn. Also was mache ich? Mache ich ihn als Mount. Und natürlich bin ich ja auf der Horde-Seite und mache hier keine Ellie-Sachen, ist ja klar. Und auf der Horde-Seite gibt es nicht wirklich Katzenmounts. Also außer jetzt vielleicht die von diesen, wie heißen die neuen Elfen? Die leeren. Nee, nicht leeren Elfen. Die von Suramar aus Legion. Das sind doch die leeren Wanderer oder nicht leeren Wanderer. Nacht? Nee. Nachtsüchtigen? Nee. Ja, die Nachtsüchtigen heißen die, aber das sind doch die leeren Elfen. Ja, eben, leeren Elfen, die heißen leeren Elfen. Oder Hochelfen. Die freigespielt haben. Ja, oder die Blutelfen halt. Nein. Ja, aber du meinst die leeren Elfen, die ihre Kraft aus der Leere ziehen, ja? Du meinst schon die dunklen Suramar-Typen da. Die Suramar-Typen, genau. Und da hat man doch dann auch so ein lilanes Katzenmount. Aber das ist, glaube ich, so ziemlich das einzige Katzenmount auf Horde-Seite, glaube ich. Ja, du kannst schon welche looten, auch durch Glück und solche Geschichten. Ja, naja, aber es gibt halt nicht so richtig hordige Katzenmounts. Und, nee, wir haben Wölfe. Ja, genau. Und deshalb dachte ich so,
also eins der Mounts, die für mich absolut Horde schreien, ist halt der bösartige Kriegswolf. Okay. Der ist noch, glaube ich, aus Classic sogar. Vicious Warwolf heißt der auf Englisch. Okay. Der hat halt einfach diese Horde-Standarte hinten drauf und ja, keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich dann halt ein eigenes Design gemacht, so vermischt aus verschiedenen Reitwölfen und habe da draußen ein Cosplay für den Lord gemacht und habe das auch eingeschickt bei Links, genau. Und man kann die Bilder anschauen auf meinem Instagram-Kanal, der heißt nakawanga_cosplay oder auf Facebook einfach Nadine Frauenholz, das Album ist öffentlich, kann man sich die Bilder anschauen vom Cosplay. Und ich habe es eingeschickt bei Blizzard und ich hoffe, dass die das dann zeigen bei der Exhibition. Ja, du hast ja schon hier von dem Belgier hier Ach so, bekommen. Ja, auf Instagram. Ja, das sind halt die von cosplayshop.de, wo ich immer meine Materialien kaufe. Bis auf Schaumstoff, den musst du nicht kaufen. Nee, den Schaumstoff. Oh, das darf ich auch nicht sagen. Den müssen wir kaufen. Doch, wir kaufen den. Den aus der Abfallwirtschaft kriege ich den. Aus der Abfallwirtschaft kommt Schaumstoff ganz viel. Ja, genau. Und die hatte ich halt verlinkt, weil ich da immer das ganze Material kaufe. Und der Typ hat mir geschrieben gestern, das wäre ja das Coolste, was er jemals auf Instagram gesehen hat und ob sie es posten dürfen auf ihrer Instagram- und Facebook-Seite. Noch nicht, das wird jetzt heute kommen oder morgen wahrscheinlich. Keine Mega. Ahnung. Toni. Auf jeden Fall, was den Leuten am besten gefällt daran, ist eigentlich der kleine Cat-Jockey, der oben drauf sitzt. Ja, der ist geil halt. Das war eine super Idee halt. Ja, ja. Weil da gibt es ja in WoW gibt es doch diesen Thjost-Bussard als Pet. Das ist so ein Bussard, wo so eine kleine Puppe mit einem Speer drauf sitzt oben, die den reitet. Und ich dachte mir, das mache ich halt auch und habe halt auch diese kleine Puppe mit einem Speer gemacht. Genau. Und der heißt Clayton. Ja. Ich habe ihn Clayton genannt, weil er aus Foam Clay ist. Wow. Toni, du wolltest was sagen. Ich wollte der Richtigkeitshalber noch sagen, die leeren Elfen sind bei der Allianz das verbündete Volk. Das, was Nadine meint, sind die Nachtgeborenen. Sag ich doch Nachtgeborenen. Nachtgeborenen. Habe ich doch gesagt. Nicht zu verwechseln mit den Nachtgeborenen. Also leeren Elf hat sich irgendwie hordiger angehört. Ja, aber das sind andere. Ja, das sind die Blutelfen bloß im Dunkel halt. Ja, die Nachtgeborenen meine ich genau. Den Link zu meinem Instagram-Profil kann ich ja in die Videobeschreibung packen. Ja, also wer jetzt dein Instagram-Profil noch nicht kennt, der soll mal sein Leben in den Griff kriegen. Ja, genau. Und vielleicht mache ich noch ein kleines Video für meinen YouTube-Kanal. Mal schauen. Weil wir haben das ja auch gefilmt und es war so cool beim Fotoshooting halt. Wir dann saß er halt dann, also am Anfang hat er voll rumgezickt. Wow, er hatte keinen Bock halt, bis wir ihn gebrochen hatten. Ja, bis er dann die Vögel draußen gehört hat. Und dann saß er wirklich ganz schön ruhig auf dem Tisch in einer ganz tollen Pose und hat den Vögeln gelauscht. Und dann konnten wir richtig coole Fotos machen. Und da habe ich auch ein kleines Video gemacht. Da war ihm die Rüstung dann egal. Ja, ja. Also sollte er wieder Freigänger werden, wenn er wieder gesund ist, kriegt er nur noch eine Rüstung an. Ja, bitte. Damit er sich gegen die anderen Arschlochkatzen draußen wehren kann halt. Damit er gerüstet ist. Wie das ist mit den anderen Katzen, die dann so, sie dann so wegen so Grüppchen bilden und dann kommt der Lord vorbei und denkt sich, oh, jetzt kommt der wieder. Mit seiner Rüstung, schau, wie der glänzt. Ja, die ist leider nicht ganz outdoor-tauglich, glaube ich. Ja, glaube ich auch nicht. Es sind zu wenig Stacheln dran auch. Ja, und sie verrutscht halt auch nur so ein bisschen. Ja, müsste noch ein bisschen besser zusammen. Naja, die hebt halt nicht an ihm und ich wollte es jetzt auch nicht, also ich habe die extra so gemacht, dass sie ihm auch nicht unbequem ist oder so halt, ne? Also die geht am Hals nicht weit hoch und keine Ahnung, so dass es halt kaum merkt einfach. Ja. Weil er ist es ja auch gewohnt, so ein Geschirr anzuhaben, weil das heißt für ihn ja Balkon-Time. Genau, Geschirr ist Balkon-Time. Genau. Ach cool. Ja, ja, dem Lord geht es übrigens ganz gut, sein Bein wird besser, er benutzt es jetzt schon mehr, wir machen eine Physio mit ihm. Physio? Ja. Gymnastikübungen. Das Schnitzelbein ist vorbei. Die Schnitzelbein, was war das? Gulaschbein-Zeiten sind vorbei. Ich hab's irgendwo mal fotografiert. Wenn ihr harte Mägen habt, dann können wir es machen wie Phil Stey, der auch auf Discord. Also Phil, wenn du uns zuhörst, hört der unseren Podcast überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Der hat, lustig, dass du sagst, der hat gestern das erste Mal eine Folge von uns gehört. Ja. Die letzte. Okay. 53. Okay. Wenn du uns hörst, so Gulaschbilder, Alter. Aber ich habe es dir auch geschrieben. Ja, genau. Ja, hat ja auch irgendeiner gemeint gehabt, dass es so ein Spoiler davor setzt. Achso, das warst du. Ich habe zwei Accounts bei uns auf Discord. Einmal Zombie und einmal ich. Ich weiß das, Flo. Ich schreibe viel mit dir im Football-Channel. Weil den Account, ach ja, wir kennen uns ja genau. Ja. Den Account benutze ich halt immer, wenn ich offline bin, auf dem Handy halt, weil da ist das einfach irgendwie schon eingerichtet gewesen auf diesen alten Zockende-Ding. Da dachte ich mir, ach, scheiß drauf. Ja, und Phils Katze hat sich das Auge verletzt. Ach, furchtbar. Und er postet da immer sehr schöne Bilder davon, wo ich mir auch immer denke, Nature Content nennt man das, oder? Ja, Nature Content. Muss sein.
Nee, wirklich. Also das habe ich dann also beim zweiten Bild, musste ich da mal drunter schreiben, Junge, bitte verblör das doch, weil ja, das will nicht jeder sehen. Halt. Nee. Es ist schlimm halt und es ist grausam und furchtbar und aber Alter, früh um 7 muss ich es nicht haben. Komm dir das Frühstück wieder hoch ja, halt. Ja. In Natura sieht es noch übler aus. Ah, ja. Alter, furchtbar. Naja. Was hat der denn gemacht gehabt nochmal? Ich der Kater war zwei Tage, ich glaube 2 oder 3 Tage war der verschollen. Ja, und da, und ist dann irgendwann wieder gekommen und da war halt dann das rechte Auge total zugeschmiert halt, ne? Ja. Das rechte also Auge furchtbar. War komplett, also es war angeschwollen, zerstört. Zu und ja, vereidert und keine Ahnung was, also es ist echt übel gewesen. Also erst dieses Jahr das Auge wird er wahrscheinlich verlieren, aber momentan ja, sieht es gar nicht so aus, oder? Ja, das sieht auch wieder und alles. Das einzige okay, Problem gut. ist halt, also es sieht eigentlich ganz gut aus, mhm, bis auf das halt der Augapfel da irgendwie rauskommt. Mhm. Das erinnert mich an diese typische Zuchtkrankheit von Bulldoggen. Cherry Eyes. Cherry Eyes nennt man das. Das wird ja, aber normalerweise kann man das operieren halt. Ja, das ist kein ja, das ist halt so eine Sache, ne? Was? Will er nicht, oder was? Nee, es kann halt trotzdem sein, dass er dann bei der Operation, ja, erstens ist es teuer und zweitens kann er trotzdem sein, dass er bei der Operation sein Auge verlieren kann. Für solche Sachen gibt es eine Tierschutzversicherung, Leute. Wenn ihr noch keine habt, ne? Also eine OP-Schutzversicherung, wenn ihr noch keine habt, ihr solltet euch Gedanken drüber machen. Mhm. Ja. Wie gesagt, wir sind bei so 4.600 Euro insgesamt Tierarztkosten für den ja, Lord. Das meiste davon hat die Versicherung bezahlt, Gott sei Dank. Und das kann jedem passieren, der halt seine Tiere einfach mal als Freigänger hat, vor allem bei Katzen. Ja. Ich meine, die können durchaus mal von einem Auto angefahren werden oder sowas. Ja. Die können da gar nichts dafür können und mhm, das geht ganz schnell und dann hast du hier megamäßige Kosten. Ja. Und, ja, oder der Cartman damals ist von der Garage runtergesprungen, ja, Bein gebrochen. Und bricht sich das Bein halt. Ich meine, das geht ganz schnell und denk drüber nach. Wir kriegen auch keine Provision, leider. Nee. Ja. Wo wir schon bei Tieren sind, habe ich ja, noch einen Punkt auf meinem Was machen Sachen mit Tieren. Und zwar hast du das eigentlich entdeckt, der sprechende Hund auf YouTube. Krass, ach Gott, oder? Ja, das ja, war krass. Also der spricht nicht selber aus seinem Maul raus. Das wäre ja geil, oder? Sondern sie haben das so gut gemacht, der heißt Bunny, so ein weiblicher Hund. Ja. Der hat eine Frau so Sprachbuttons ja, auf dem Boden, die sie halt, also die ersten hat sie beim, kannst du im Spielzeugladen halt kaufen, genau, so Buzzer-Buttons, wo du drauf sprechen kannst halt, ne? Und da hat sie halt verschiedene Wörter. Und mittlerweile hat aber so ein Wissenschaftler, hat er wirklich so ein System entwickelt, das heißt Fluent Pet. Und die kannst du auch kaufen halt. Und es sind so Hexfields, wo dann unterteilt sind in wer macht was, wo soziale Wörter, keine Ahnung. Mhm. Und das sind halt verschiedene Buttons drauf. Und du kannst dem Hund es wirklich beibringen. Ist so auf Level von 3-4-Jährigen. Ja, halt, genau. Und Affen machen das, glaube ich, auch. Mhm. Und der Hund dappt dann wirklich mit seiner Pfote auf die Buttons drauf und es ist nicht irgendwie random. Es hatte mich am Anfang des Videos hat es mich nicht ganz überzeugt gehabt, weil ja, es mir so random vorkam. Ja, aber ist es nicht. Und dann kam aber diese Geschichte mit, wo er sich die Pfote verletzt hatte ja, und wo er Schmerzen im Ohr hatte. Genau. Und tatsächlich hatte das gestimmt halt und ja, hat seinen Besitzer darauf genau, hingewiesen. Halt. Ja, das fand ich auch übertrieben krass. Auf Autsch oder sowas. Also Autsch, Autsch. Und dann hat sie gesagt, wo hast du Autsch? Und dann kam er her und hat die Pfote so gehoben ja, halt. Genau, und dann hatte er einen Spreißel da drin halt ja, und so. Richtig. Und, ja, oder keine Ahnung, was war noch? Also es gibt da ganz viele Beispiele, also wo man echt sieht, es ist nicht random, was der macht, sondern er ja, geht wirklich gezielt auf die Buttons. Richtig. Oder er hat dann auch halt, wenn sie ihm neue Buttons gibt und er probiert die dann aus, dann geht er halt wirklich drauf und dann zum Beispiel Ball oder so, ja, und dann zeigt sie ihm den Ball. Ja. Oder halt, ja, keine Ahnung, anderes Spielzeug. Und na so, klar, es ist eine kognitive Geschichte, die halt jetzt runtergebrochen auf einen Dreijährigen oder so ja, man machen kann. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant und sehr spannend, dass man in der Art mit seinem Hund oder dass der Hund mit dir schon auch kommuniziert kann halt. Also ja, das fand ich schon cool. Ja, sehr ich überraschend. Auch ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sag ja schon immer, die verstehen alles halt. Ja, ja. Das ist echt Flecker, so. Ich meine, das ist auch bei Katzen so. Und ich glaube, ja, mit Katzen würde es vielleicht auch gehen. Keine Ahnung. Nee, Katzen würde das nicht gehen, weil Katzen haben da keinen Bock drauf. Genau. Die würden es können, aber die haben keinen Bock drauf. Ja, der Frau brauchst auf jeden Fall einen Fuck-You-Button ja, für Katzen. Der geht die ganze Zeit immer Fuck-You, ja, Fuck-You. Auf jeden Fall, den Link packe ich euch auch rein, wenn ja, ihr euch das anschauen wollt auf Instagram. Das heißt What About Bunny? Also ja, alles mit Unterstrich. What Unterstrich About Unterstrich Bunny? Und
Ja, das Fluent-Pad packe ich euch auch rein. Alles packen wir rein, Leute. Da steht es eigentlich drin. Leute, ja. Ihr kriegt alles gepackt und zugeschnürt, wie ihr es gewohnt seid. Genau, what about Bunny? Mit viel Liebe. Mit viel Liebe verpackt und geschnürt. Von Nadine. Wird halt eine lange Linksammlung. Ganz viel Liebe, Nadine. Liebes-Nadine ist da drin. Liebes-Nadine? Ja, eine Liebes-Nadine. What the fuck? Das ist sowas wie Toni Granat oder ja, was? Genau. Liebes-Nadine. Okay. Das ist drei Lovely Pärchen Nadine. Und Linda. Drei Pärchen und Linda. Drei Pärchen und Linda wird im Übrigen der Titel, habe ich jetzt beschlossen. Ja, das ist gut. Drei Pärchen und Linda. Das ist echt gut. Ich mache jetzt mal weiter. Ich hatte letztes Jahr ganz viel mit Sascha Derb zu tun. Das weiß er nicht, aber ich sag's halt jetzt einfach mal. Sascha Derb ist ein Comiczeichner, den hatten wir auch mal in einem Interview. Der hat unter anderem Arche Noir gemacht. Mit der Arche Heinrich. Großartiger Comic. Und wir wissen also, warum Arche Heinrich es nie geschafft hat. Das ist so gut. Ja, das war echt gut. Sascha Derb hat einen Webcomic gemacht, letztes Jahr über, und zwar in 356 Panels. Jeder Schlaubi, der jetzt nachdenken kann, 356 Panels. Ja, ein Panel am Tag. Wow, das Jahr hat 356 Tage. Außer es ist Schaltjahr. Wow. Und das hat er damals gemacht, und das fand ich jetzt einfach mal erwähnenswert. Das Comic hieß damals Kein Vatertag, und das war, also ist keine Autobiografie, weil viele haben ihn anscheinend angeschrieben, haben gefragt, ist es dir passiert oder ist es über dich Ding? Und dann hat er gesagt, nee, ist keine Autobiografie, aber teilweise manchmal Sachen dabei, die halt im Leben so passiert sind. Geht um Pärchen, die halt ein Kind adoptieren wollen und so, und war eher eine, keine Ahnung, Comedy-Drama irgendwie so. Also es war lustig, aber auch mit Pointe halt. Und jetzt hat er angefangen, neues Comic zu machen, und zwar ein Horror-Comic drinnen, 356 Tage im Plattenbau. Oh Gott. Ach, stimmt, das habe ich ja gesehen. Und das fängt, die ersten Panels sind ja schon draußen natürlich, die ersten sechs Panels, und es geht damit an, dass man einen blutigen Hammer sieht und jemand, der dann aufs Fenster geht und das Fenster aufmacht und sich ins Fenster stellt und dann einfach nur Ruhe sagt und so, und also ganz krass, bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, wir können Sascha mal überzeugen, dass er auch für eine Special-Folge vielleicht zu uns in Podcast kommt, so wie André. Ja, das wäre nice. Da hätte ich Bock drauf. Cool. Mal gucken. Anfrage ist raus. Ah, okay. Hiermit gestellt. Nee, die ist schon gestellt. Die ist schon wirklich gestellt, die Anfrage. Aber ich habe noch keine Antwort. Ich könnte jetzt nachgucken, live auf Instagram. seid ihr live dabei? Oh, Kane hat auch irgendwas geschrieben. Ich quatsch, dann quatsche ich mal kurz drüber, weil ich was hab. Wer jetzt interessiert, noch nicht gelesen, wer jetzt interessiert daran ist, an Sascha Derb, der kann sich mal das Special anhören von der Comic-Con Stuttgart vor zwei Jahren. Boah, sind schon zwei Jahre. Ja, 2018. Da hast du und der Michael ein Interview mit ihm gemacht? Der Michi hat's gemacht, ich war nur hinter der Kamera. Ah, der Michi hat's gemacht, genau, der Michi hat's gemacht. Ist sehr cool geworden. Also da könnt ihr aber ein bisschen was über den Sascha Derb erfahren. Und ich habe auch auf der Comic-Con Stuttgart mit ihm gequatscht kurz, wie ich den Arche Noir mir gekauft habe bei ihm. Weil geholt. Du ihn mir dann empfohlen hast. Und ist ein toller Typ. Ist ein klasse Typ. Wir haben einen kurzen Plausch drüber gehalten, wie dumm unsere Namen sind. Er macht ja auch hier Mad Eagle, sein Comic. Mad Eagle ist so eine Hommage an die 80er Jahre Pornoindustrie, wollte ich jetzt gerade schon sagen, an die 80er Jahre Actionfilmindustrie. Alter, Mad Eagle Porno. Sah richtig gut. Hört sich auch nicht gut an. Ja, das war's auch schon. Sascha Derb, cooler Typ, auf jeden Fall. Checkt mal seine Sachen aus und holt euch seine Comics. Was wir uns auch geholt haben auf Discord, wir haben übrigens einen Discord-Channel, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Da wurde ein bisschen abgenerdet im Serien- und Film-Talk. Und dann wurde, dann hat das niedere Volk hat nach einem Buch-Channel geschrien. Du meinst die Community. Die Community hat nach einem Buch-Channel geschrien. Ja, ich bin ja König. Ja. Von daher, ne? Und dann hat sich der König herabgelassen und hat einen Buch-Channel gegründet. Und wir haben jetzt den Buchclub bei uns. Und da könnt ihr über Romane, Bücher die lesen. Voll ab. Jetzt hatte ich schon gelesen, der Brunch-Club, aber ich habe wirklich Buchclub geschrieben. Und da könnt ihr, da wird wirklich krass abgenördet über Romane und Bücher. Voll. Und da könnt ihr mitreden mit den Leuten. Es ist so eine eingeschworene kleine Gemeinschaft, aber für Neue bestimmt auch, die lassen euch mit rein da. Ist kein Thema. Auf jeden Fall. Und da wird schon ganz abgenördet über King momentan. Ne? Stephen King ist gerade das große Thema. Ja. Ja, dadurch ist er erst entstanden, oder? Ja. Dass du über die Stephen King-Serie auf Stars Play irgendwie geredet hast. Stars Play. Und darüber sind sie auf die Romane gekommen. Und ich weiß ja zum Beispiel, dass der Chris ein ganz großer Stephen King-Leser ist. Und der hat dann natürlich auch voll abgenördet.
Ich glaube schon, ja. Oh, Grüße gehen raus. Evil Chris. Evil Chris. Okay. Und da ging es dann ab irgendwie über Stephen King und deshalb haben wir dann einen Buchclub hier auf Discord gekriegt. Richtig. Evil Chris, ich spiele übrigens jetzt momentan Kingdom Come Deliverance, komme später dazu. Furchtbares Spiel. So. Kingdom Come, furchtbar. Das wäre es eigentlich jetzt mit dem Was machen Sachen gewesen. Willst du das Fundstück jetzt noch vornehmen? Ja, ich finde, das passt heute so schön. Okay. Eigentlich. Dann kommen wir jetzt zum Fundstück der Woche, ihr Lieben. Ja, total. Es ist so, ich habe mal wieder auf der Straße einen hübschen Flyer gefunden. Ich finde die ja immer auf der Straße. Und der ist eigentlich für Kinder. Also es ist halt, es ist nichts Witziges oder Kurioses, sondern es ist heute wirklich was Tolles, pädagogisch Wertvolles. Hört. Der Flyer ist eigentlich für Kinder, aber ich finde, den kann man auch als Erwachsener gut anwenden. Okay. Also hat auch einen Mehrwert für Erwachsenen. Und zwar ist das ganze Ding von hier, ich zeig's mal. Der Podcast stark, mit Mehrwert. So, Entschuldigung. Das Ganze heißt Stark ohne Muckis. Oh. Da gibt's auch eine URL, die heißt Stark auch ohne Muckis.de, alles cool. In einem Wort. Und drauf sieht man vorne, sieht man so Kinder und die denken alle an einen Löwe. Ja. Und im Hintergrund sieht man eine durchgestrichene Mücke und ein durchgestrichenes Schaf. Mhm. So, worum geht's? Es geht um Konfliktlösung. Ah. Und das möchte ich jetzt mal vorlesen. Und zwar, also das Erste, da geht es erstmal um um Real Life, also wie man sich draußen verhält, damit man quasi nicht angegriffen wird oder so. Damit du keine aufs Maul kriegst. Genau. Also erstens Körperhaltung, Blickkontakt, Präsenz. Oh. Täter suchen sich unterlegen wirkende Menschen als Opfer. Damit du nicht in diese Rolle fällst, beachte folgende Punkte. Wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst, dann erstens geh aufrecht, zweitens habe einen zügigen Gang, drittens halte den Kopf aufrecht und nimm deine Umgebung wahr. Viertens, schaue nicht die ganze Zeit auf den Boden oder auf dein Smartphone. Viertens kaufe einen Taser. Ja, genau. Wirst du von Freunden oder gleichaltrigen Menschen geärgert oder bedroht, baue Blickkontakt auf, stehe schulterbreit und aufrecht, sodass sie diese erkennen, dass du stark bist. Bedenke, die meisten Menschen suchen Opfer und keine Gegner. Daher zeige ihnen durch deine Körperhaltung, dass du weißt, wer du bist und dass du dir selber vertraust. Das reicht in vielen Situationen auf dem Schulhof bereits aus, um Schlimmeres zu verhindern. Finde ich auch, habe ich diese Woche auch auf Instagram sowas gelesen. Da hat eine Vergewaltiger interviewt. Okay. Im Knast und hat die gefragt, auf was sie achten, wenn sie sich Opfer aussuchen. Okay. Und da gibt es halt so eine ganze Liste, kann ich vielleicht auch nochmal verlinken, was vielleicht ganz gut ist zu wissen halt. Also es ist wirklich so, dass die halt sich wirklich Opfer suchen halt. Ne? Eine Opferhaltung also, halt haben, ja. Und wenn sie merken, jemand würde sich wehren oder jemand hat schon so eine Präsenz und einen aufrechten Gang, jetzt suchen sich den schon gar nicht aus. Halt, okay. Ne? Oder auch dieses, wenn du halt unterwegs bist und aufs Handy klotscht, weil da bist du halt abgelenkt halt, ne? Und merkst halt nicht, was um dich rum ist und so. Ja. Naja, gut, jetzt kommen Sachen, die ich finde, kann man auch im Internet anwenden. Ruhe bewahren. In alltäglichen Konflikten wie Streitereien mit Mitschülern oder Beleidigungen auf dem Schulhof gilt, bleib ruhig. Auf eine Provokation der Mücke reagiere niemals meckernd wie das Schaf, sondern ruhig wie ein Löwe. Oh. Das ist sehr schön. Warum? Hört. Die Mücke wird eines der folgenden Ziele haben. Dich provozieren, um sich überlegen zu fühlen. Dich provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Dich provozieren, um hinterher erzählen zu können, du hättest sie auch beleidigt. Ja. Alle drei Fälle kannst du dadurch entschärfen, dass du erstens kurz Blickkontakt aufbaust. Gut, es geht jetzt im Internet eher schlecht, aber zweitens ohne Worte gehst und einen Freund suchst, welchen du direkt ansprichst. Bedenke, lässt du dich provozieren, fühlst du dich in der Regel schlecht, dein Gegenüber jedoch gut. Das ist keine gute Situation. Verlasse den Ort, die Situation und verbringe deine Zeit, anstatt dich aufzuregen, lieber mit Menschen, die dir gut tun. Ja, das ist ein Punkt, den sollte man sich auch selber immer mal wieder vor Augen führen. Gib dich nur mit Menschen ab, die dir gut tun und komm auf unser Discord-Channel. Genau. Drei Schritte der Sicherheit. Erstens, Schutzschild an. Zweitens, ich gehe weg. Drittens, ich spreche mit anderen Löwen. So sehe ich das auch. Hört. Genau. Drittens, Kinder, die Ärger wollen, Aufmerksamkeit und Beachtung. Okay. Kinder, ja. Ja, in vielen Situationen, ja, die wollen immer Ärger. In vielen Situationen, in denen Kinder andere ärgern und nerven, wollen diese eigentlich nur Aufmerksamkeit und Beachtung. Mhm. Ja, das gilt nicht nur für Kinder.
Daher merke dir, wenn jemand nur mit Worten ärgert, nervt und beleidigt, ist eine gute Strategie, umdrehen und weggehen. Denke dran, was interessiert ist den Löwen, was die Mücke über ihn sagt. Ja. Das finde ich echt einen sehr guten Merksatz. Ja. Den sollte man sich hinter die Löffel schreiben. Wenn du beobachtest, dass andere geärgert werden, ist das Schlimmste, was du tun kannst, dem ärgernden Kind Beachtung zu geben. Mhm. Durch beispielsweise Lachen, Sprüche wiederholen oder ähnliches. Denn oftmals kann das geärgerte Kind die Situation nicht entschärfen, da Unbeteiligte dem Ärgerer zu viel Beachtung schenken. Ja. Genau. Viertens, warte mal, ich versuche. Von welcher Organisation kommt das denn überhaupt? Weil das steht nur stark auch ohne muckis.de. Ich weiß nicht, von welcher Organisation. Ich kann das mal kurz googeln. Ja, oder ich schau mal kurz, ich versuche gerade mal meinen Bildschirm zu drehen hier, weil das hier so. Stark auch ohne. Ohne muckis.de. Die Kinder stark, ach, das ist ein Buch. Ach, ein Buch. Okay. Stark auch ohne Muckis von Daniel Dudek. Ausbildung zum Coach. Ah, okay, alles klar. Erfolgreich als Kinder- und Jugendcoach. Wir bilden dich vollständig und umfassend aus. Jetzt kommen wir der Sache aus. Bekannt aus. WDR, ARD. Oh Gott, wir reden hier, als wäre das was ganz Besonderes. Und da kennst du schon jeder Schau. Ja gut, jeder, der lineares Fernsehen schaut. Groß-Events, Online-Trainer. Okay. Okay, schön. Für Kinder. Ausbildung für Kinder und Jugendliche. Ja, cool. Nach Krisenzeiten und Schützen vor Mobbing. Ach, toll. Okay. Okay. Ich mach mal fertig, dann können wir noch drüber reden. Viertens, kenne im Streit dein Ziel und halte dich nicht auf Nebenschauplätzen auf. Oftmals verlieren wir im Streit unser wichtiges Ziel aus den Augen und tun Dinge, die letztendlich nichts mit dem eigentlichen Ziel zu tun haben. Das ist auch bei den ganzen Hatern und Mobbern halt gerne so ein also, oder bei den Internet-Trollen ist das gerne eine Taktik, dass die vom eigentlichen Thema abweichen bei ihren Kommentaren, die sie schreiben, und dass die Punkte, die dann kommen, uns noch mehr aufregen und wir das eigentliche Thema aus den Augen verlieren. Genau. Daher bedenke immer, was ist dein Ziel? Wenn dir das klar ist, sag nur Dinge, die dich diesen näher bringen. Mhm. Wie zum Beispiel, gib mir die Kappe wieder. Beleidigt dich der andere oder fragt Dinge wie zum Beispiel, woher kommst du oder wie heißt du, dann reagierst du nicht darauf, sondern bleibst bei deiner klaren Aufforderung. Mhm. Macht Sinn. Ja. Warte, dann kommt noch der letzte Punkt. Sieben Punkte gibt's. Allmächtig. Okay. Aber ja, das ist relativ kurz. Fünfter Punkt. Aussage, Stopp, Aussagetaktik. Nimm dir jemand Gleichaltriges etwas weg, dann nutze folgende Methode. Sag im ersten Schritt klar und deutlich, was er tun soll. Anstatt zu sagen, hey, das war meins, sagst du, gib mir meine Kappe zurück. Mhm. Benutze also eine klare Aussage. Hört er dann auf dich und respektiert deine Aussage, ist der Konflikt damit bereits beendet. Sollte er dich danach nur noch beleidigen, denke daran, Ruhe bewahren und weggehen. Sollte er dir deinen Gegenstand nicht wiedergegeben haben, wiederhole die Aussage etwas lauter. Bei Erfolg ist hiermit alles geklärt. Sollte er immer noch nicht hören, sage deine Aussage ein drittes Mal doppelt so laut. Hört die Person nicht, rufst du jetzt ein extrem lautes Stopp oder Hey. Dieses Schockwort dient nur dazu, dein Gegenüber zu erschrecken, wachzurütteln, sein Gehirn wieder anzumachen. Das ist wie bei Hunden, wenn man immer sagt, hol ihn aus dem Film raus. Aus der Situation rausholen. Damit er dir nun aufmerksamer zuhört. Direkt nach dem Schockwort folgt wieder die Grundaussage in ruhiger Lautstärke. Also nochmal, erstens klare Aussage, Konflikt beendet, oder zweitens klare Aussage, Konflikt jetzt beendet, oder drittens klare Aussage, Konflikt ist jetzt beendet, oder Stopp, hey. Ne, also einfach immer lauter werden ist im Internet natürlich auch. Nee, aber funktioniert vielleicht im echten Leben, wenn man mal wieder in so einer Querdenken-Demo festsitzt. Ja, genau. Dann haben wir sechstens der Gefühlskompass. Unsere Gefühle sind wie ein Kompass. In diesem Kompass sind alle unsere Gefühle gespeichert, die guten Gefühle, die wir sehr gern haben, und auch die schlechten Gefühle. Wenn wir in Situationen sind, in denen die Nadel in den grünen Bereich zeigt, also ins Gute, dürfen wir das genießen. Dreht sie sich in den roten Bereich, also die schlechten Gefühle, sollten wir aber aufmerksam werden und bei Bedarf eine Grenze setzen. Ne? Also einfach immer erforsche deine Gefühle, junger Padawan. Siebtens, finde ich auch sehr schön, Hass mit Liebe begegnen. Wenn dir jemand mit Hass gegenübertritt, bleibe in deiner Stärke und begegnet ihm mit Nettigkeit und Liebe. Wow. Das ärgernde Kind. Das erinnert mich daran, Super Bowl, letztes Mal, Tom Brady wurde von einem 7- oder 8-Jährigen interviewt. Also, das gibt es immer so Dinge, wo halt Kinder die Stars interviewen. Und dann hat das Kind gefragt, wie gehst du mit deinen Hatern um? Und seine exakte Aussage war das: gib ihnen Liebe, gib ihnen all deine Liebe und
Die werden verschwinden halt. Genau. Das stellen wir nämlich auch. Das ärgernde Kind möchte sich über dich stellen. Es will zeigen, dass es dich kränken kann. Bleibe ruhig und entspannt. Damit nimmst du ihm die Kraft und Energie, um dich weiter zu schikanieren. Achtung, die Kinder werden möglicherweise hinter deinem Rücken etwas sagen wie, der ist total gestört, der meint, ich wäre cool, obwohl ich ihn voll beleidigt habe. Lass sie reden. Denk dran, Löwen machen andere zu Löwen, Mücken andere zu Mücken. Bleib der Löwe, lass sie reden und genieße dein Leben. Der Klügere weiß, was ihm wirklich wichtig ist. Du musst dich vor niemandem beweisen. Wichtig ist, dass du dich magst. Dass du dich magst. Genau. Ich sehe schon, also Tom Brady hat schon einiges richtig gemacht. Deswegen auch The GOAT und bester Mann ever. Genau. Ja, das war's von Stark auch ohne Muckis.de. Ja, da würde ich sagen, mit diesen schlauen Worten gehen wir in die Pause, oder? Und alle können mal drüber nachdenken, wie stark sie sind oder wie sie stark werden. Genau. Genau. Also, dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis dann. Wir sind zurück aus der Pause. Hallo. Alle noch da? Ja. Okay. Wir haben jetzt noch eine Stunde, dann kommt deine Mama mit Scheiferle. Mit fränkischem Sushi. Ja. Sehr gut. Fränkisches Sushi. Von Flo bringt uns heute, sehr gut, holt beim örtlichen
keine Ahnung, beim Zeidinger. Beim Zeidinger holt die Scheiferler. Scheiferler, dann kommt sie vorbei und dann muss Scheiferler essen. Also. Scheiferler mit Kloß und Soße, fränkisches Sushi. Zur Feier des Tages. Mega. Zur Feier, genau. Zur Feier der Befreiung von dem Jesus-Babymann, damit er am Ende gegen den großen Kürbis kämpfen kann. So. Oh Gott. Toni, wir kommen zu Was haben wir gelesen? Ja, super. Soll ich anfangen? Ja. Ja, bitte. Ja. Ich habe Doctor Strange Band 3 aus der aktuellen Reihe gelesen und Leute, jetzt kommt ein Rant. Oh Gott. Aber bevor der Rant losgeht, sage ich euch kurz die harten Fakten. Also das, der ganze Band hat 140 Seiten, ist gezeichnet von Barry Kitson und Scott Koblish. Der Autor ist Mark Waid und Verlag ist natürlich Marvel, also Panini. Kostet 17 Euro, ist ein Softcover, ihr wisst ja, was da los ist. Doctor Strange ist, also es ist eine Fortsetzung, aber ich kann die Story trotzdem kurz runterbrechen, ohne dass es irgendwie Spoiler für die ersten zwei Bände beinhaltet. Doctor Strange wird angegriffen von einem außerirdischen Magier aus dem Nichts. Der kommt einfach auf die Welt und greift ihn an, klaut all seine magischen Gegenstände und überwältigt ihn, um seinen Heimatplaneten von den Fängen Galactus zu befreien. Also kurz, wer nicht weiß, wer Galactus ist. Das ist so ein Typ, der fliegt im Weltraum rum und frisst Planeten. Also um das mal grob kurz runterzubrechen. Ja, man nennt ihn auch den Planetenverschlinger. Genau, der ist recht fies unterwegs, aber das ist irgendwie, es hat einen Grund, warum der da ist, weil der irgendwie zum Gleichgewicht des Universums dazu beiträgt. Also der frisst auch nicht einfach Planeten, sondern das hat irgendwie so seinen Grund. Aber mehr, also so ganz so tief bin ich da auch nicht drin. Der komische Typ da, der den Doctor Strange angegriffen hat, greift dann den Galactus eben an und verbannt ihn in diese Parallelwelt, in der die Magie herrscht. Also wer den Doctor Strange Film geguckt hat, der weiß, dass es ja da so zwei Ebenen gibt, also diese eine Welt und dann diese ja Astralwelt, Magiewelt, in der die Magier halt kämpfen. Und da verbannt er den Galactus hin und der Galactus fängt halt an, da alles aufzufressen und zu wüten. Das ist aber ein Problem, weil das fürs Ungleichgewicht sorgt. Und man merkt dann, dass die Welt, also diese Realwelt, wo die ganzen anderen Superhelden auch herrschen, dass es da immer wieder zu Katastrophen kommt. Und und jetzt haben sie halt da das Problem. Die Magiewelt löst sich so langsam auf und die reale Welt ist halt da am kaputt gehen und jetzt liegt es natürlich an Doctor Strange, den da aufzuhalten, den Galactus wieder zurückzubringen, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, das ist so ganz grob der Plot halt. Hört sich in einem guten Film an. Ja, hört sich auch sehr actionreich an, aber ganz großes Aber, es ist irgendwie total langweilig erzählt. Es kommt keine Spannung auf. Und diese Bedrohung, die da herrscht, also diese Katastrophe, dass da diese Realwelt kaputt geht und die Magiewelt auffressen wird, das wirkt nie irgendwie so, als wäre das eine wirkliche Bedrohung, ja, oder? Ja, als wäre das wirklich schlimm. Okay, krass. Und ich weiß ja, das ist so ganz komisch. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann, sowas so zu verhunzen. Vor allem auch einfach nur, Doctor Strange ist so ein interessanter Charakter. Also dieses ganze Magische im Marvel-Universum und so, da bin ich gar nicht so tief drin und aus dem Grund ist es sehr interessant für mich. Und das schafft der Autor einfach zu keiner Zeit irgendwie interessant zu erzählen. Okay, krass. Dann kommt noch dazu, dass Doctor Strange irgendwie immer mal wieder über so Romanzen nachdenkt und über seine verflossene Liebe mit einer und mit der versucht er das dann auch irgendwie, die Bedrohung da abzuwenden und mit anderen Leuten zusammen. Und das wirkt halt so aufgesetzt wieder. Aber für das, dass sie da so versuchen, eine Romanze reinzubauen, schneiden sie es auch immer nur an. Also es ist total, ich weiß nicht, warum sie es überhaupt einbauen. Das ist total dumm. Okay. Dann haben wir noch das Problem. Es ist jetzt der dritte Band. Und auch mit dem dritten Band haben wir nochmal ein anderes Zeichenteam.
Also ja. Die haben jetzt in drei Bänden das Zeichenteam gewechselt. Und okay. Ich weiß nicht warum. Also normalerweise ist es so, dass man in einem Run, also in einer laufenden Geschichte, hast du eigentlich immer einen Autor und einen Zeichner. Oder halt ein Zeichnerteam. Koloristen und so halt. Und ab und zu hast du ja immer mal kurz, dass der Zeichner wechselt für kurze Stories oder so Sachen. Und da ist es halt so, du hast halt immer für jeden Band ein festes Team und das wechselt dann irgendwie von Band zu Band immer. Aber der Autor bleibt gleich. Ist das schon mal sehr merkwürdig. Weil im zweiten strange. Band, ja, ist sehr strange. Im zweiten Band fand ich es auch schon schwierig. Da hat mir der Zeichenstil auch schon nicht so gefallen. Im ersten Band war er gut, da hat er mir sehr gut gefallen. Und im dritten Band ist er auch wieder sehr doof. Da, ich weiß nicht, das ist so eher so Mittel zum Zweck, der Zeichenstil fühlt sich so an. Und irgendwie schaut der Zeichenstil auch so aus, als hätten die Zeichner nicht wirklich Bock drauf gehabt, weil alles immer so ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe mir bei meiner Review, wie ich die Review geschrieben habe, auch schon schwer getan. Es sieht halt so lieblos, so zweckmäßig aus, sehr lieblos. Tillmann Kurz sagt immer, es ist dienlich. Der Zeichenstil ist es dienlich und das trifft es echt sehr gut. Ich habe auch viele Zeichenstile, die einfach sehr dienlich sind. Die sind der Sache dienlich, sie sind halt da, aber sie sind nicht geil. Oder auch nicht super schlecht. Ja, genau. Und da hast du halt teilweise Panels, da kannst du ganz grob nur erkennen, anhand der Kleidung, um welchen Charakter es sich halt da gerade handelt. Und es sieht sau langweilig aus. Du hast auch kaum Umgebungen. Also es ist immer sehr einfarbig, was hintenrum ist. Und detailarm auch noch dazu. Na, da hatten die vielleicht keine Zeit einfach. Ja, es hat sich echt wirklich angefühlt, als hätten die keine Zeit, als hätten die keinen Bock. Okay. Ach, ganz schwierig. Also heute wieder Dr. Strange zeichnen, gar keinen Bock. Ja, wirklich. Echt wirklich. Ich weiß auch nicht. Ich finde es total schade. Ich werde jetzt die Reihe abbrechen, weil alle drei Bände haben mir nicht gefallen. Ja, dann. Der erste war halt okay. Ne? Es ist immer so, bei allen drei Bänden hatte ich bis jetzt immer das Ding, es hätte einfach mehr sein können. Da wäre einfach so viel möglich und alles wird immer nur angerissen und irgendwie nur halb gar gemacht und ich finde es echt schade, weil Dr. Strange halt so ein interessanter Charakter ist. Und dann machen die sowas draus. Einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Marvel-Universum. Ey, aber so ging es mir halt jetzt auch mit dem Venom-Zeug halt, ne? Also der neueste Trade Paper, der rauskam, Insel des Dr. Moreau, hätte jetzt fast gesagt, Insel des Grauens. Das ist was anderes. Insel des Grauens hat mich wieder zurückgeholt, ne? Weil die drei Trade Papers, die davor kamen, die hätten mich hätte die Reihe jetzt fast verloren halt, ne? Also wenn nochmal so ein Schlons gekommen wäre, wie die drei davor, hätte ich auch gesagt, ne, jetzt ist Feierabend. Weil da habe ich dann genug Geld reingeballert. Weil da habe ich mir auch geholt halt dann einfach. Und dann sagte ich mir auch so, das ist mir zu viel Geld für eine Sache, die mir nicht gefällt halt. Ne? Ja, absolut. Also ich bin ganz froh, dass ich mir den Comic von Phil ausgeliehen habe. Ich habe ihn mir nicht selber gekauft. Aber ich wäre wirklich sauer über mein Geld. Ja, und Phil gefällt da oder was? Auch nicht. Okay. Dann bin ich froh, dass es uns nicht so geht wie kleine Bärchen immer und man einen Zwang hat, Sachen zu beenden. Ach so, ja. Ne? Genau. Dass man Sachen beenden muss. Also ja, das ist halt echt schade, wenn du dann noch Sachen beenden musst. Ich habe den Zwang eigentlich auch, aber in so einem Fall kann ich ihn dann auch loslassen. Nee, also wie gesagt, da kann ich auch schnell loslassen. Das ist halt der Unterschied zwischen Comic-Sammler und Comic-Leser. Ich bin halt tatsächlich auch nur Leser und kein wirklicher Sammler. Ich muss die Reihe nicht dann zu Ende haben und das beenden irgendwie. Das ist für mich dann egal. Das breche ich ab und schredder die ich habe. So. Verkaufst du gerne, schredderst du einfach. In unserem Ofen. Nee, verkaufen tue ich das nicht mehr, das schredder ich dann einfach. Ja, saugut. Genau. Ja. Dann habe ich noch was gelesen. Sorry. Habe ich noch was gelesen und zwar einen Manga. Ihr wisst ja, ich lese keine Mangas, ich lese eben nur diese H.P. Lovecraft-Mangas von Go Tanabe und auch den habe ich wieder gelesen und zwar den ersten Teil von Berge des Wahnsinns. Es ist in zwei Teile aufgeteilt, weil die Geschichte ein bisschen umfangreicher ist. Es ist einer der wenigen Stories von H.P. Lovecraft, die halt sehr umfangreich ist und nicht eine Kurzgeschichte geworden ist.
Der Manga-Band umfasst 18 Euro, hat, wow, ich kenne mich hier auf, ey, Carlsen, ne? Carlsen ist auch so eine Internetseite von 1995, ja. Ey, teilweise, ist furchtbar. Hat 296 Seiten, ist, Softcover halt, ne, ist ein Manga. Kostet 18 Euro. 18 Euro, ja. Ist ein guter Titel. Finde ich teuer für einen Manga. Liegt das an Carlsen? 296 Seiten aber. Das ist schon viel. Ich finde es teuer. Okay. Aber gut, kann das sein, dass ich mich jetzt gerade, ich vergleiche jetzt gerade Panini und, wie heißt der Schinken? 20th Century Boys. Und ich glaube, der ist günstiger. Das kann schon sein. Kann mich jetzt echt täuschen, weil von der Seitenanzahl her 297 Seiten kommt ungefähr gleich mit 20th Century Boys, oder? 19 Euro. Kostet auch 19 Euro. Okay, naja. Das ist nur mein... Okay, da haben wir 420 Seiten, aber... Also ja gut, aber es sind auch 2 Euro, ne? Warte mal. Nee, du hast jetzt 297 Seiten, hast du gesagt? Genau, 18 Euro. Ja, stimmt, du hast 19 Euro. Ja gut, ist ein bisschen teurer. Und ich habe für 19 Euro 420 Seiten. Ist ein Unterschied da, ja. Definitiv. Ist schon ein bisschen, ne? Okay, na gut. Schwamm drüber. Ja, also wer Berge des Wahnsinns nicht kennt, in der Story geht es darum, dass ein Expeditionsteam von Arkham, also das ist der Staat, von der Miskatonic Universität. Also das ist typisch Lovecraft. Das ist immer Arkham. Genau, es ist immer Arkham und es ist immer die Miskatonic Universität. Die schicken ein Expeditionsteam, also ein umfangreiches Expeditionsteam, in die Antarktis, um die Antarktis zu erkunden. Und das sind auch ganz viele, das sind Meteorologen, Geologen, hast du nicht gesehen. Alles Mögliche an Forscher dabei und fahren da mit dem Schiff hin, haben auf dem Schiff aber auch Bauteile für Flugzeuge. Also das ist alles auch ein bisschen modern erzählt, okay. Also für die damaligen Verhältnisse moderner Zeit, die Story ist ja auch schon ein bisschen älter. Und die bauen sich dann auch, können sich dann auch Flugzeuge zusammenbauen, um das Gebiet zu erkunden, also auch über die Luft. Brauchen sie auch. Während dieser Expedition, die kommen dann in der Antarktis natürlich an, machen dann ein bisschen ihre Forschungen. Während dieser Expedition stoßen sie dann so langsam, aber sicher auf sehr merkwürdige Sachen. Okay. Und das spitzt sich dann immer weiter zu, wie man es halt kennt. Also es baut sich dann schöne Spannung auf und cool. Die fangen auch langsam auch alle so durchzudrehen und Dinge zu sehen, die vielleicht da sind, vielleicht aber auch nicht. Okay. Erfährt man dann eventuell. Ich will gar nicht so viel weiter ausschweifen, weil dann kommen schon so Sachen, die dann ein bisschen Storytwists beinhalten und so. Aber ich muss echt sagen, es ist wieder großartig erzählt, großartig geschrieben. Gezeichnet ist es natürlich wie ein Manga typisch halt schwarz-weiß, aber auch wieder grandios. Ich kann euch mal kurz, ich schau mal, ob ich mal kurz eine schöne Seite finde. Zeig den Podcast-Hörern mal, wie das aussieht. Genau, zeige ich euch jetzt mal. Also, das sieht sehr gut aus. Schön detailreich. Da sieht man auch mal jetzt die Gesichter, also die sind sehr westlich. Ja, schaut gut aus. Ja, cool. Ich bin wirklich begeistert. Also ich habe den zweiten Band auch schon angefangen, leider noch nicht abgeschlossen. Es ist wirklich toll. Und ich habe auch das Buch als Hörbuch schon gehört. Kann ich auch empfehlen, das gelesen von David Nathan. Super gut. Okay, geil. Und bis jetzt kann ich auch sagen, es hält sich schon absolut an das Buch, also ans Original. Gut, dass ich Audible jetzt gekündigt habe. Aber du hast doch noch Guthaben. Nee, habe ich ja alle. Was? Ich musste, ne, das ist ja der Witz bei der Sache. Ich hatte 7 Guthaben bei Audible übrig. Oh, krass. Und ja, genau. Und habe mir gedacht, scheiß drauf, komm, ich kündige das jetzt, weil das kostet ja trotzdem im Monat immer 9,95 und ich 7 Guthaben. Und dann dachte ich mir, ich kündige das jetzt. Und die haben mich so lange nicht kündigen lassen, bis ich die Guthaben aufgebraucht habe. Ah. Jetzt habe ich erst alle 7 Guthaben einlösen müssen, dass ich meinen Account also auf Eis legen konnte. Ja. Ach, das ist mies. Ja. Wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ich habe knapp über 100 Hörbücher, glaube ich. Nie gehört. Ich hab sie halt. Wow.
Ich habe ja keine Zeit. Ich fahre ja nicht in die Arbeit oder so, weißt du? Ja, halt, wann soll ich das, dann hörst du halt Podcast. Wann soll ich das hören? Und dann höre ich Podcast. Aber Hörbücher geht mir total ab. Aber ich bin da so ein Schwabe halt. Vielleicht brauche ich es in 30 Jahren mal. Weißt du, vielleicht habe ich in 30 Jahren einfach mal Zeit. Oder vielleicht findet ihr mal ein Hobby, wo ihr nebenbei Podcasts, also so Hörbücher hören kann. Dann ist das vielleicht auch ganz gut. Ja, mir bestimmt. Ist halt immer die Sache, ich kann Hörbücher zum Beispiel nicht während der Arbeit hören. Nee, weil du musst ja aufpassen, genau. Was die erzählen. Genau. Und dann kann ich nebenbei das auch nicht arbeiten. Nee, also nicht richtig arbeiten. Ich könnte vielleicht nebenbei, keine Ahnung, malen oder nach Zahlen, wo ich nicht denken muss dabei vielleicht. Genau. Aber es kommt auf die Tätigkeit drauf an, würde ich ein bisschen sagen. Weil ich habe ab und zu auf der Arbeit zum Beispiel den Punkt, wo ich... Schlafe? Wo ich halt Tätigkeiten machen muss, die zeitintensiv sind, aber die eigentlich recht dumm sind. Also, blöd gesagt jetzt stumpf. Dumm. Also, man muss schon ein bisschen aufpassen und so. Da kann man ganz gut Podcasts oder Hörbücher hören, aber die nehmen jetzt alles. Das ist tätigkeitsabhängig. So, wenn ich dann Daten checken muss oder so, da kann ich sowas auch, aber dann kommt wieder irgendwas dazwischen oder es kommt eine E-Mail oder so und dann so, oh scheiße, dann kannst du die letzten zwei Kapitel wieder zurückspringen und dann lasse ich es halt gleich. Und so ging es mir halt jetzt auch, zum Beispiel, ich habe ja mit Per Anhalter durch die Galaxis, habe ich auch ein paar Mal versucht, das während der Arbeit zu hören und es ging halt, ich musste dauernd wieder zurückspringen. Ja. Dann habe ich es halt während dem Basteln gehört, da ging es. Ich hatte das mal probiert, so vor ein Schlafen gehen, aber das kannst du gleich vergessen, weil ich bin dann immer gleich weg und dann, keine Ahnung, dann kann ich weiß nicht mehr, wo ich zurückspule. Ja, das ist kacke, du musst dir dann diesen Schlaftimer stellen, fast schon. Ja, furchtbar. Ja. Hört sich auf jeden Fall sehr geil an, Berge des Wahnsinns. Ich habe bei Carlsen auch ein bisschen gestöbert und mir was geholt. Mhm. Was das genau wird, verrate ich noch nicht, aber wir werden es dann in den Reviews sehen. Bin ich gespannt. Mhm. Ja, ich auch. Kurz nochmal ein Schlusssatz. Also ich bin wirklich begeistert davon. Ich habe ja auch die anderen zwei Bände schon gelesen, die davor rauskamen. Fand ich auch super gut. Ist wirklich klasse. Also für Lovecraft-Fans oder Horror-Fans ist das absolute Muss, meiner Meinung nach. Es ist echt klasse. Und da kommt auch wirklich sehr schöne Spannung auf. Und ich war auch beim, also so zu Ende hin des ersten Bandes, wird es dann schon ein bisschen krass. Geht es dann in die, also da wird es dann, da zieht dann die Story an, da wird es dann ein bisschen gruselig und alles. Da war ich dann auch schon so gespannt. Ja. Dass ich, dass irgendwas ist dann in meinem Zimmer passiert. Ich weiß ja, irgendwas ist umgefallen oder so. Ich bin Vollgas erschrocken. Ich war da so drin. Ich bin so krass erschrocken. Ich habe mich erstmal im Zimmer umgeschaut und habe geguckt, ob nicht irgendwie jetzt irgendwas da ist. das schafft es ganz gut. Einen Kritikpunkt habe ich. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Bei den Sprechblasen ist ja normalerweise immer so ein kleiner, wie so ein Pfeil, also so eine kleine Kante mit dran, dass du weißt, an welcher Charakter das gerade zackt. Das fehlt hier. Ich weiß nicht, ob das Manga-typisch ist. Das kann ich dir auch nicht sagen, und weil bei Century Boys eigentlich wäre mir das jetzt nicht aufgefallen, oder? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ne? Und das macht es mir manchmal ein bisschen schwierig zu wissen, wer jetzt was sagt. Ah, okay. Also die Sprechblasen sind dann schon meistens immer direkt bei den Köpfen dran. Da kannst du es dann schon zuordnen, aber wenn die dann mehr sprechen, wenn es es dann ein bisschen überschlägt, dann ist es ein bisschen schwierig. Das wäre jetzt das Einzige, was ich kritisieren könnte, aber ansonsten echt tolles Ding. Cool. Ja. Sehr schön. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mache es ein bisschen schneller, weil uns läuft heute mal tatsächlich ein bisschen die Zeit davon. Ich habe gelesen aus dem Spielerverlag Dune, der kam jetzt raus, der Band, der erste. Ist Graphic Novel Adaption des Science-Fiction-Klassikers von Frank Herbert. Also Leute in meinem Alter kennen den Film wahrscheinlich noch. Der wurde in den 70ern, glaube ich, gemacht. Da spielt auch hier Ding mit Sting. Mhm. Stimmt, Sting spielt der berühmte Biologe Sting spielt damit. sein Fachgebiet. Genau, sein Fachgebiet. Was soll ich sagen? Es ist Dune. Es ist, also wie gesagt, die Adaption zum Roman. Merkt man auch, weil teilweise Sachen fehlen, die man vom Film kennt. Also die halt der Film gemacht hat, die es aber im Roman nicht gab. Hardfakten. Wir haben Hardcover-Buch, natürlich wieder Splitter-Qualität, 176 Seiten. Band 1 von 3 kostet 25 Euro. Wurde uns als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, sage ich ganz, ganz offen und ehrlich, ne, habe ich mir geholt. Herzlichen Dank dafür. ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, klar. Ich bin immer dankbar für alles, was wir bekommen, gestellt bekommen und ich nicht 75 Euro am Ende dafür gezahlt habe.
Was soll ich sagen? Es liest sich, also ich bin ziemlich hin und her gerissen bei dem Dune, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Film nicht mehr so richtig im Kopf. Ich weiß nur, dass er ewig lang war oder mir lang vorkam, weil er auch echt Längen hatte und so eine religiöse Stille. Wow, das hört sich jetzt seltsam an, aber ich weiß gar nicht. Der Film hat so Parts, die halt sehr, keine Ahnung. Ja gut, wenn der aus den 70ern ist, dann haben wir auch eine lange andere Erzählung. Es wurde halt anders erzählt und gefilmt halt. Ne? Ja. Und das Buch liest sich tatsächlich wie der Film halt irgendwie, also auch in der Art. Ich fand es sehr zäh. Ich habe es angefangen, aber ich bin auch noch nicht weitergekommen. Weil du hattest es angefangen und warst nicht gecatcht von Anfang an, das habe ich schon gemerkt. Ja, nicht so richtig. Jetzt hat es der Michael. Ah, okay. Ich werde es mit Michael auch aufnehmen. Da musst du dich nicht durchquälen. Nee, ich habe schon weitergelesen. Aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, geil oder so. Ja, es ist vor allem, was ich schade finde, der Zeichenstil ist, wie Tillmann jetzt sagen, dienlich. Ich fand den Zeichenstil auch nicht so mega, sondern er ist echt dienlich. Und vor allem im Vorwort preisen sie es voll an, als wäre es voll der Wahnsinn und so. Und dann schlägt es auf und denkst so, okay, das soll jetzt das Außergewöhnliche sein. Und das dachte ich mir nämlich auch, im Vorwort haut es da den Vogel raus, weil sie da monstermäßig in Hype schieben mit super krassen Grafikzeichnungen, bla bla, Artwork directly from heaven. Und dann schlägst du auf und denkst so, alles klar. Da hab ich aber schon ganz andere Sachen gesehen. Ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht auch und das schwang so beim Lesen ein bisschen mit. Ich hatte es irgendwo schon geschrieben, für mich hat sich das so ein bisschen gelesen, als wäre Sand im Getriebe. Das passt natürlich zu Dune. Ja. Es will nicht so recht in Schwung kommen und das liegt tatsächlich, glaube ich, auch, dass es schon so alt ist einfach. Das Storytelling ist einfach, wir haben eine komplexe Geschichte, wir haben eine Riesengeschichte. Es gibt tausende Charaktere, die eingeführt werden müssen. Man muss in ein Kastensystem eingeführt werden. Gott. Man muss in das Leben der Leute eingeführt werden. Es ist wie Game of Thrones. Es ist wie Game of Thrones, weil ja auch Königshäuser, Fürsten, Lords gegeneinander kämpfen und es gibt einen Kaiser, der über alles regiert und solche Geschichten. Und wow. Ich stelle es mir auch für Einsteiger, also ich würde es keinem Einsteiger empfehlen, weil da werden auch teilweise mit Wörtern und Begriffen umgeworfen, die dich wahrscheinlich während des Lesens auch nochmal so rausreißen, weil du dich gerade fragst, um was geht's denn gerade? Wer ist das? Oder wer sind die Bene Gesserit? Was ist diese Schwesternschaft, diese Hexen? Warum, wozu, weshalb? Und ja, also ich finde es schwierig. Für Dune-Fans absolut empfehlenswert. Und deswegen bin ich auch so hin und her gerissen, weil ich habe es gelesen, ich finde es auf der einen Seite geil, weil mir Dune gefällt, mir gefällt dieses ganze Universum, finde ich total geil. Auf der anderen Seite, um das trocken zu sehen als Leser, fand ich es halt zäh. Okay. Ne? Ja, wäre es ja dann interessant, wie ich es dann finde, wenn ich es gelesen habe, weil ich kenne ja Dune jetzt so eigentlich nicht. Aber mir ist schon auf den ersten Seiten so ein bisschen aufgefallen, dass es mich an Star Wars erinnert hat. Und da habe ich dich ja gefragt, war das vor Star Wars oder nach? Es war davor und das merkt man schon so ein bisschen, dass es war weit Star Wars sich Inspiration geholt hat davon. Ja, und was jetzt auch noch, warte mal, jetzt bin ich raus. Ja, okay, es ist auf jeden Fall für Dune-Fans definitiv empfehlenswert. Und für alle anderen, gebt euch eher mal die Leseproben, weil, es ist auch sehr, sehr textlastig. Also es wird verdammt viel erzählt und man muss sehr viel lesen und muss man aber auch, weil es muss einfach so viel erklärt werden einfach. Das ist wirklich. Also Dune, für mich kein einfacher Titel. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt nochmal zum dritten Mal. Für Dune-Fans definitiv lang dahin. Und für alle anderen, guckt euch auf dem Splitter-Verlagsseite, auf der Splitter-Verlagsseite, guckt euch die Leseprobe an und oder vielleicht im Buchhandel, wenn die mal wieder offen haben, dass er mal reinblättert und mal schaut. Also so einfach frei von der Hand weg würde ich es nicht empfehlen können. Okay, es hört sich für mich an, als wäre das wirklich für Fans gemacht. Ja, also finde ich schon. Also es ist nicht einfach, ich bin jetzt Science-Fiction-Fan und das lese jetzt einfach. Finde ich schwierig halt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit dem zweiten Band dann besser wird, weil man dann einfach schon drin ist. Ja, aber normalerweise, wenn sich die Treue hält, wird die Erzählweise nicht anders halt. Ja, das stimmt auch wieder. Also, das wird sich nicht ändern einfach, ne? Die Story ist auch gut. Erste Band hört auch schön mit einem interessanten, also ich kenne ja, das ist ja das Nächste. Für mich ist es halt nichts Neues halt, ne? Ja, hört auch mit einem schönen Cliffhanger auf, haben sie schön gemacht, dort an der Stelle den ersten Band zu beenden, um einfach auch für Neulinge, sage ich mal, wenigstens ein bisschen Neugier zu behalten. Doch, ist schon okay. Aber wie gesagt, also schwierig. Bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber kein schlechtes Ding. Wie gesagt, also, was mich halt echt ein bisschen so runtergeholt hat, war einfach das Artwork halt, ne? Ich meine, also, Leute, echt wahr. Naja.
Und dann habe ich gelesen, schweres Geknitter vom Vogel Tobi. Mhm. Krieg und Freitag kennt man vielleicht, schweres Geknitter, Strichmann Kunst. Ist erschienen im Carlsen Verlag. Oder vorher im Lappan Verlag, glaube ich. Oder ist das steht noch Lappan drauf. Ist, Ableger, ist das ein Ableger vom Carlsen? Also beim Carlsen kann man es auf jeden Fall kaufen. Mhm. Hat den Max-Moritz-Preis erhalten. Und ist ungefähr so wie Aegon Forever, nur mit nur ernst, finde ich. Mhm. Also, es ist mehr artsy. Mhm. Es ist Aegon Forever ist so der Punk, weißt du? Mhm. Aegon Forever ist so der Punker. Ja, und schweres Geknitter ist so der Akademiker. Ja. Und er hat dazwischen auch noch so, also das sind halt immer auf einer Seite quasi ein Artwork, so eine Art. Ja. Und er hat auch manchmal hier noch so Fotos drin. Ja. Und so. Genau. Und, ja, und es hat alles, sage ich mal, also alles ist sehr, sehr, hat so Tiefgang, weißt du? Es ist nicht so leicht, fröhlich, lustig, so, sondern es ist vieles dabei, das halt wirklich eine Pointe hat. Ja. Ne? Ja. Ach, schön. Es ist ein schönes Buch, kann man mal lesen, kostet 14 Euro. Ist mit einem Vorwort von Flix, kann man mal dazu sagen, Seitenanzahl 128. Ja, kann man machen. Ich finde es okay, fand es halt ein bisschen steif. Kann man das so sagen? Also ich fand es halt steif einfach. Ich fand es nicht so easy cheesy wie Aegon Forever. Bei Aegon Forever, da lese ich rein und denke mir so, da hat er wieder an. Ja, genau. Und hier war immer so dieses, so auch melancholisch ein bisschen halt. Ne? Ja. Da schwingt so eine Melancholie mit irgendwie. Ja, schon. Ja, es ist halt, es ist so ein bisschen Serious Business halt. Genau, es ist, ja, richtig. Es ist halt Strichmann-Kunst in Serious Business. Und das ist auch, glaube ich, Aegon Forever würde ich jemanden schenken, der so ein bisschen derpy drauf ist wie ich. Ja. Aber schweres Geknitter würde ich jetzt jemanden schenken, der Herbert zum Beispiel. Der Herbert ist, genau. Der Herbert ist Lektor zum Beispiel. Für den ist so ein bisschen intellektueller, finde ich. Ja, genau, danke. Schweres Geknitter. Ein sehr anspruchsvolles Witzniveau. Hochphilosophisch steht drauf. Ja, genau. Hochphilosophisch, das trifft es auch ganz gut. Und dann gibt es beim Carlsen Verlag gibt's eine Bewertung, die fand ich auch ganz toll. Eine Bewertung, aber ich will es nicht bewerten, Moment. Eine Bewertung und die kann ich jetzt gerade nicht anklicken. Warum kann ich die Bewertung nicht anklicken? Ich will es nicht bewerten. Hallo? Ja, wer ist denn der? Hallo, wo ist denn die Bewertung? Weniger zeigen. Wo haben Sie denn die Bewertung hin? Vorhin konnte ich sie noch anklicken. Das war nämlich sehr lustig. Also es war eine sehr lustige Bewertung. Komisch. Weg. Aber ich kann... Lol. Okay. Lad mal die Seite neu. Wisst ihr Bescheid, ne? Nee, bei mir geht es auch nicht. Ich habe auch gerade mal geguckt bei Carlsen. Also bei Berge des Wahnsinns hat auch eine... Ich liebe Carlsen. Eine Bewertung und da geht nichts. Kannst du nichts anklicken. Wozu macht man dann, wozu gibt es dann diese Bewertungsdinge? Ja, vielleicht sind es nur Sternebewertungen. Du musst dich einloggen. Ich weiß, nee, da hatte ich ja vorhin, ist ja was aufgegangen und dann stand da ein Wort. Achso, okay. Nur ein Wort? Ja, es war eine Ein-Wort-Bewertung und die fand ich eben ganz witzig von irgendeiner Zeitung. Keine Ahnung. Achso, okay. Nur gut. Was stand dann dran? Subi oder was? Ich weiß es nicht mehr. Hochlustig? Humor? Irgendwas mit D? Warum kann ich das nicht mehr sehen? Keine Ahnung. Aber schade. Also es ist so auf so einem Niveau, das würde auch im Feuilleton besprochen. Feuilleton, wie spricht man das Wort aus? Feuilleton? Keine Ahnung. Chatoulet? Französisch? Chatoulet? Feuilleton. Ja. In der Süddeutschen Zeitung empfohlen oder sowas. Genau. So. Ja. Es ist also was ganz anderes. Deswegen finde ich es auch geil, dass der Vogel-Tobi und der Luxens-André zusammen einen Podcast machen. Ja. Weil man merkt auch manchmal, wie unterschiedlich die sind. Ja. Aber ist cool. Ich mag beide Strichmann-Künstler, finde ich geil. Und auch schweres Geknitter, wie gesagt, ist aber eine ganz andere Nummer irgendwie. Ja. Trotzdem nice. Genau. Gibt es den Podcast schon und weißt du, wie der heißt? Der heißt, der Podcast heißt Forever Freitag. Ja. Den gibt's schon ewig, die haben 1000 Folgen. Ey. Ja, da muss ich mal neu hören, hey. Der Forever Freitag könnt ihr einfach suchen. Forever Freitag Ausrufezeichen. Genau. Das mit dem Ausrufezeichen war keine gute Idee, sagt er immer. Ne? PR-technisch gesehen war das nicht so geil. Genau. So, jetzt müssen wir mal hinmachen, weil ich würde eigentlich gerne noch über die Serien sprechen. Und so, Katze hast Welt. Ganz kurz, Katze hast Welt hier von der gleichen, die hier da unten die Dings geschrieben hat, über Spanien lacht die Sonne. Katrin Klingner im Reproduktverlag für 18 Euro. Ist auch wieder nicht ganz Strichmann-Kunst, aber halt, das haben wir ja schon mal besprochen, die 94 Seiten malt alle als Tiere oder fast alle. Manchmal sind es auch irgendwie lustige Lebkuchenmännchen oder sowas. Ja, und es oder ist, Fingerhüte. Mit ja, Gesicht. Keine Ahnung. Und es ist wieder so, also es ist keine zusammenhängende Story, sondern es sind
Momentbeobachtungen aus dem Leben. Und das finde ich so faszinierend. Ist halt wieder so ein Comic aus der Reihe Comics fühlen lernen. Oh. Und das Eigentliche passiert zwischen den Zeilen. Und sie schreibt das so ein bisschen über ihr Leben als Single in Hamburg und arbeitet da in so einer Kneipe im Rotlichtviertel. Und an der Reeperbahn, ja. Ja, und diese ganzen, das sind halt einfach so Beobachtungen von Menschen und Situationen und ja, ziemlich scharfsinnige Beobachtungen, finde ich. Und ich hätte echt, ja genau, und auch von ihrer Ausbildung eben in der Kunstschule. Studium in der Kunstschule. Kunstschule. Beobachtungen und so. Und das Geile finde ich auch bei ihr immer so, sie macht keine Pointe, sondern die Pointe entsteht bei dem Kopf selber. Richtig, halt. Krass. Und das hat sie total drauf. Und ich würde echt gerne mal mit ihr ein Interview machen und so. Erstes Schuljahr, geil. Das wäre bestimmt total spannend, sie mal zu interviewen. Also vielleicht schaffen wir das ja mal irgendwann. Oh Gott, ja, das Drama-Department. Oh ja. Gott, die Schauspieler, ey. Ja. Wir werden dazu noch eine Review machen. Ich möchte es kurz halten. Ja. Und das nächste, was ich gelesen habe, ist also eine ganz andere Kategorie. Einen weiteren Band von Don John aus dem Reproduktverlag. Wie viele Seiten sind denn das? Keine Ahnung. Nicht viele. Deswegen verlinke ich das immer hier im Paper. 48 Seiten. Geld. 14 Euro Geld. 14 Euro, wieder so ein dünnes Ding, aber sehr lustig. So. Don John, die Prinzessin der Barbaren. Ja. Jones Farr und Louis Trondheim. Ich habe sehr gelacht eigentlich. Das mir, als ich es gelesen habe, war ich hinten auf dem Sofa und Sashi und ich habe die ganze Zeit gelacht. Das Cover sieht super aus. Ne? Ja, wieder tolle Humor, wieder so Impro-Humor eigentlich, ne? Das ist so, auch, wo man hat immer das Gefühl, der Autor improvisiert beim Schreiben halt irgendwas. Also sauer lustig einfach. Auch wieder geile Charaktere. Am Anfang sitzen sie im Donjon so an einem langen Tisch, alle Abteilungsleiter der Monsterabteilungen und dann gehen sie die Jahresbilanzen durch, was besser gemacht werden muss und so. Ja, ja. Ach geil. Und einer hat dann einen Vorschlag und dann wird er halt voll fertig gemacht, weil das so ein scheiß Vorschlag ist und so. Oh Mann, ey, ich hätte das schon auch mal Lust. Wie in diesem Meme, wo der dann aus dem Fenster rausfliegt. Ja, genau. Aber ich muss echt sagen, mir ist es für 14 Euro echt ein bisschen zu wenig. Ja, es hat sehr dünne. Mir nicht. Also die Unterhaltung reißt mir die 14 Euro definitiv. Es ist mir wert. Ja. Weil ich es mir wert bin. Genau. Und dieses, da war noch so ein kleiner nicht die Ecken knicken. Donjon-Führer dabei hier und das ist ja ein riesiges Universum, ja, ne? Richtig. Vom Donjon. Da gibt's ja verschiedene Zeitabschnitte, wo es dann geil. Immer Comics drin gibt, krass. Hier der Zenit und die Entstehung und was weiß ich. Antipoden, also. Zenit, Morgengrauen, Abenddämmerung, Monster, Parade. Und in jedem Zeitabschnitt gibt es dann irgendwie 5, 6 Comics oder so. Obwohl man sagen muss, dass jetzt Donjon Monster ist eine Serie, die nur über einzelne Monster, ihre Lebensgeschichten im Donjon erzählt. Okay. Also das ist jetzt wieder was Krasses für Sammler. Da hätte unser kleines Bärchen wahrscheinlich echt was zu tun. Allerdings. Also fang's lieber nicht an. Doch, fang's an. Fang's an zu lesen. Donjon ist für mich ein All-Time-Favorite geworden. Ja, ist auf jeden Fall großartig. Gut, dann kommen wir gleich zu gesehen, oder? Was haben wir gesehen? Und so viel war es eigentlich gar nicht, aber dafür war es qualitativ echt hochwertig, weil wir haben auf Disney Plus zum Beispiel Soul geschaut. Ja, toller und Film. Das war noch 2020 und war für mich gleich mal der schönste Film 2020. Also es ist ein Pixar Studios Film, man merkt es ganz krass, also die Qualität von der Animation ist irre. Haut es dem Vogel aus. Ja. Und ich finde auch den Artstyle so geil, weil es einfach was, es hat so was Karikaturmäßiges. Also man hat das Gefühl, man hat die Gesichter irgendwie schon mal gesehen und sie sind so geil überzeichnet und einfach, also ich habe bei jeder neuen Figur, die dazu kam, habe ich gesagt, wie geil, schau dir mal das Gesicht an. Ja, so halt, krass, ne? Geil. Also, und wunderschön, natürlich, man weiß ja von vornherein schon immer, dass man weinen wird bei Disney. ja, immer. Pixar-Filmen und so weiter. Schaut unbedingt auch Onward an. Ja, müssen wir auch noch schauen. Ja, was soll man dazu sagen? Schöner Film, es geht um Liebe, es geht um Träume, es geht um Tod, Verlust, es ist alles dabei. Hat eine tolle Moral von der Geschichte. Es ist eine totale Gefühlsschubkarre voll. Genau. Eine Schubkarre voll Gefühle. Die vielleicht den Satz zu mitnehmen, den man daraus gelernt hat, kann man ja vielleicht sagen. Die Moral von der Geschichte war eigentlich so, du kannst schon deinem Traum hinterherjagen, aber vergiss dabei nicht zu leben. Genau. Also,
Und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen so, die leben nur in der Zukunft. Ja. Und denken, wenn sie den einen Traum, den sie haben, verwirklichen, dann ist alles toll. Mhm. Und vergessen aber dabei, dass zu das leben, eigentliche ja. Glück im Moment liegt, im richtig. Jetzigen Moment immer ja. so, um zu leben. Und ja. das war so die Moral von der Geschichte, fand ich sehr schön. Schön. Ja. Dann haben wir Downsizing auf Netflix geguckt. Ein Netflix-Film, Downsizing, geht darum, dass die Welt ist überbevölkert. Und man hat sich dazu entschieden, also dran zu basteln, die Menschen zu verkleinern, dass sie... Ja, dass man halt mehr Menschen auf dem Planeten hat, aber so trotzdem, Ant-Man-mäßig. Trotzdem auf Ant-Man-Niveau dann runterschrumpft und die halt in ihrem eigenen Habitat leben können. Ja. Tiny Houses. Mit Matt Damon. Was? Tiny Houses. Ja. Tiny Houses. Small Houses. Und dass die halt dann weniger Müll machen, weniger Luft verbrauchen, weniger Verschmutzung. Weniger Ressourcen brauchen. Und ich bin da mitten drin eingeschlafen, deswegen ist es für mich, war ein toller Film, hat Spaß gemacht. Ja, es war mit Matt Damon übrigens. Ja, genau. Und ich habe von Anfang an gesagt, so ein Quatsch. Halt. Du hast total gelacht die ganze Zeit und fandest ja, das alles total lächerlich. Ja, genau. Ist auch eine ja. dumme Idee. Und ja. es war, der Film war schon witzig so zwischendurch, aber das Ende war auch irgendwie Quatsch. Ja, gut. Also ja, es war so, es hatte irgendwie so war ein unbefriedigendes Ende. Keine Ahnung. Und auch diese Love Story war so ein bisschen unglaubwürdig. Hanebüchene Love Story. Ja. Hauptsache es war eine Love Story dann. Ja, naja. Also er hat jetzt vielleicht so 3 von 5 Sternen oder so. Ja. Also war eine nette Unterhaltung, ja. witzige Idee, waren ein paar witzige Momente, aber ansonsten so. Es war naja. Wichtig zu sagen, es war kein Time Waste halt. Nö, ne? Das ist nett. War ganz nett. Dann haben wir das, was Toni auch gesehen hat, was wahrscheinlich alle schon gesehen haben. Yeah. Cobra Kai, Staffel 3. Cobra Kai. Wir haben echt an einem Abend 8 Folgen durchgebinged und am nächsten ja. Abend haben wir gedacht, oh scheiße, wir haben nur noch 2 Folgen. Zwei, genau. Ich hätte ja echt gedacht, dass die wöchentlich rauskommen, weil die auch, hätte ich auch ja, eigentlich so, weil es ja so eine lange erwartete oder groß erwartete Serie ja. war. Und das machen sie ja normalerweise immer häppchenweise. Aber nee, sie haben es echt auf einen Schlag rausgeballert. Ja, war nicht gut. War nicht gut, es auf einen Schlag schade, zu bringen. Ne? Jetzt ist schon wieder vorbei. Ja, irgendwie, also ich muss auch sagen, so nachdem jetzt Mandalorian wir es so wochenweise geguckt haben und das dann eigentlich ständig das Thema ist, war bei Cobra ja. Kai das so schnell abgefrühstückt, weil ich es auch so, ja. und diese Folgen sind ja auch nur 20 Minuten lang oder so, ne? Gehen die länger? Na, die ein bisschen länger schauen. Ja, doch. Die gehen schon wegen länger. Aber es sind auch keine 40, also so über, also so normal nee. Serienformat. Jetzt müsste ich echt... Nee, glaube ich nicht. Also ich halt ja, so und was ich halt, also was man dazu sagen kann, das wird ja in dieser Staffel wird jetzt quasi der zweite Film aufgearbeitet, oder? Entscheidung in Okinawa war der zweite, ja. Und da kommen auch die alten Schauspieler, haben sie wieder rangeholt und so. Und ja, 34 zwischen 30 und 40 Minuten. Zwischen Sima, die kürzeste Sima 20 Minuten, die längste ah, okay. 41. Ja. Ja, es ist so wahrscheinlich auch so ein bisschen Fanservice mit ja, dabei. Ja. Also es ist, also am Nachhinein in der letzten Folge bin ich auch so drauf gekommen und habe zu Nadine gesagt, du, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie in der nächsten vierten den Staffel jetzt dann Mr. Silver bringen. Und ja, der kommt auf jeden Fall. Der und, das ist halt so die Filme abgearbeitet, tatsächlich. Ja, ja. Also haben sie jetzt Okinawa abgearbeitet, was ich ganz toll fand. Also das waren auch ganz tolle Szenen, das war wirklich schön. Oh, Spoiler, ne, hier. Was? Ja, wer die noch nicht gesehen hat, die Staffel. Ja, gut, wir wissen. Ja, okay, es kam Okinawa vor. Es kam Okinawa vor, auf jeden Fall. Wird es jetzt so wie die Filme so ein bisschen abgefrühstückt. Es kommen auch wieder so Rückblicksszenen aus den alten Filmen und so, ja. damit man es auch weiß, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Und was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, in den ersten 2 Staffeln war es ja eigentlich so, dass es alles so ein bisschen grau war. Also man wusste nicht so richtig, auf welche Seite man steht. Diesmal ist es schon ein bisschen anders. Also das ist schwarz und weiß ist schon definitiv. Deutlich. Es ist mehr Kontrast. Es ist so schlau erzählt. Tatsächlich ist die Serie jetzt gekippt und wir sind wieder in diesem Schwarz-Weiß-Denken, weil wir jetzt tatsächlich richtig verhärtete Fronten haben. Ja, und es wird richtig serious halt. Ja, und jetzt wird serious business. Ja. Mr. Silver. Ja, und halt der Kreese wird immer fieser. Er schaut wirklich... Ach, Kreese, der fiese. Also die nehmen ihm... Naja, am Anfang denkt man so, sie nehmen ihm die Menschlichkeit, dann geben sie ihm doch wieder ein bisschen Menschlichkeit durch die Rückblicke in sein eigenes Leben. Ja. Also dann ist es auch wieder so, dass man denkt, scheiße. Ja, schon, aber er ist schon böse halt. Und man merkt auch einfach jetzt, das ist wirklich der Böse. Aber man weiß jetzt auch, warum er böse ist. Halt. Genau. Man, es ist jetzt halt nachvollziehbar, warum er so ein Arschloch ist. Genau. Ja, ist er wirklich so halt. Ja. Finde ich gut. Ja, aber es ist schon...
Ich fand's wieder, hervorragend. Ja. Toller Soundtrack auch wieder, toller 80s-Style. Ich find's einfach geil. Die Klamotten auch wieder teilweise und die Haarfrisur. Und sie haben Dings eingebaut hier, den von Twisted Sister. Ja, Dee Snider. Mhm. Auftritt von Dee Snider habe ich auch gefeiert, weil Rock'n'Roll-Legende. Mhm. Ach, ja, Sister. Stimmt. Ja, auch sehr gut gemacht und Johnny Lawrence halt, ohne Scheiß, der ist halt irgendwo 1980 stehen geblieben. Ey, da sind Sachen dabei komplett. Mit Facebook und solche Erklärungen halt wieder, ne? Ey, irgendwie, so wo er den Laptop zurückgeben will, weil die Batterie, oder meint er, naja, der ist noch gut, ne, ist nur die Batterie leer, da müssen halt mal neue Batterien leer. Und er so, ja, sie haben aber schon, sie wissen schon, dass Netzteil man ja Strom anschließen kann und so. Ey, und sie haben gesagt, er ist kabellos. Ja, genau, der ist kabellos. Oder weil er denkt, er kann immer in Facebook rein, weil er sein Handy wegschmissen hat. Genau, sehr gut. Dann erklärt ihm der andere, dass Facebook auch über seinen Laptop rein kann. Ja, so geil. Ja, wunderbar. Oh Mann, und ich würde jetzt gerne über was reden, was gespoilert wurde. Dann müsste ich aber spoilern. Ja, wir werden im nächsten Podcast mal ein bisschen genauer über Cobra Kai und so reden, weil wir haben, wie gesagt, dieses Zeitproblem. Ich möchte dich dauernd ansprechen, weil sonst fühlt sich das alles so gehetzt an, auch für die Zuhörer. Dann muss deine Mutter halt mitmachen beim Podcast. Aber, ich glaube, Cobra Kai werden wir nochmal richtig besprechen. Ich will auch nochmal zurück zu Mandalorian. Ich weiß nicht, ob wir das richtig besprochen haben. Ich glaube, das machen wir in den nächsten Podcast-Folgen. Da gehen wir nochmal richtig in die Substanz. Gehen wir richtig tief rein. Genau. Ja, richtig schwimmen wir in der Substanz. Ja. Dann haben wir Death to 2020 angeschaut. Das war ein Film auf Netflix. Ich bin bei der Hälfte eingeschlafen, glaube ich. Was? Könnt ihr was drüber sagen? Ja, ich. Ja, Death to 2020, ich weiß nichts mehr davon. Ich auch nicht. Okay. Wir sind beide eingepennt. Das war irgendwie langweilig. Ist echt schade, weil ich weiß auch, warum es für euch wahrscheinlich langweilig war, weil es ist eine Mockumentary. Und Mockumentary ist eine gestellte Dokumentation. Ja. Habe ich ja schon mal, wie ich über, wie hieß der Film? What We Do in the Shadows. Ach Gott. Diesen Vampirfilm. Ach, das war das mit den, Komikern Comedy, oder so, oder? Ja. Mit dem Samuel L. Jackson und war das die Geschichte? Genau, also du hast Schauspieler, die halt eben eine Rolle spielen. Also reale Schauspieler spielen eine Rolle in dieser Dokumentation. Samuel Jackson ist zum Beispiel ein Reporter, der interviewt wird. Und die Phoebe von Friends spielt eine weiße Haussprecherin. Ist auch so gut, weil die einfach immer rausredet. Genau. Sie sagt irgendwas, der Interviewer wiederholt es und so. Nee, das habe ich nie gesagt. Und dann zeigt es dir nochmal auf dem Laptop oder so. Fake News. Fake News. Ja, genau. Das ist so gut einfach. Und it's all coming back. Also ich weiß schon noch teilweise, aber das Ende bin ich echt eingepennt. Ich sag's auf der Hälfte oder Dreiviertel bin ich eingepennt. Ja, schade. Der Samuel Jackson ist auch ganz geil, weil da fängt die Dokumentation fängt an mit dem ersten Satz von Samuel Jackson. Ihr wollt jetzt aber nicht über fucking 2020 sprechen. Wieder typisch Samuel Jackson, Hauptsache gleich fluchen. Da geht's halt einfach drum, was 2020 passiert ist. Aber das wird alles sehr satirisch und humorisch aufgearbeitet. Also da ist auch, der Trump kriegt da auch viel ab. Und es ist echt lustig. Und man hat auch bei den Interview, also die Leute, die interviewt werden, da sieht man auch, wie die sich ein bisschen spalten, weil da ist auch einer dabei, das ist ein älterer Engländer und ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Wir dachten dauernd, das ist der Hugh Grant. Nicht Hugh Grant. Ist der Hugh Grant? Ja, aber in alt. Oder hat er gesagt, der schaut aus wie Hugh Grant in alt. Ja, schon ist er aber nicht. Ist er aber nicht. Und der vertritt halt auch, also in seiner Rolle, muss man dazu sagen, vertritt er halt auch wieder so alte, weiße Männeransichten. Absolut, ja. Und es ist halt schön, wie man dann halt auch immer diesen Kontrast noch mit einbaut. Mhm. Also ich fand's großartig, ich fand's echt gut. Ja, müssen wir mal nochmal empfehlenswert, wir müssen nochmal ein bisschen reingucken. Ja. Death to 2020. Dann haben wir, weil wir es jetzt gerade mit Fuck hatten, gestern uns die Geschichte der Schimpfwörter angesehen. Das ist eine Miniserie mit acht Folgen. Und alle gehen nur so 20 Minuten. Auf Netflix. Das hat man in einer Stunde oder ein bisschen länger, hat man das durch. Da wird aufgearbeitet, wo Schimpfwörter eigentlich herkommen, wie sie entstanden sind. Ja, und eine riesengroße Fuckery ist das. Moderiert von Nicolas Cage. Ja, Cage moderiert das Ganze. Ja. Ist herrlich. Ach, geil. Und er macht dann halt so auf, super serious. Es ist herrlich. Geil. Es ist ganz geil. Und die erste Folge ist über Fuck. Ja. Das ist dann großartig. Wo das Wort Fuck herkommt. Und es wird halt alles immer illustriert dann mit so
Das war halt so. Ja, bei Fuck so war es jetzt halt so ein Stammbaum. Ja, das Fuck, Fuckboy, Fuckdingenskirchen, ja, ja. Fuckmother, Motherfucker, Dingens. Und ja. Da sprechen dann immer so Comedians und Sprachwissenschaftler, ja, und was weiß ich, Historiker und also, so. Jeder sagt dann halt was dazu. Also sie haben es nicht nur ins Lächerliche gezogen, nee, das Ganze, sondern tatsächlich auch wirklich gut aufgearbeitet mit eben Sprachwissenschaftlern und Rhetorikern und keine Ahnung, die halt wirklich auch sagen, dass halt, und Historikern, dass halt wirklich auch Fuck zum Beispiel, weil du sagtest, das ist so ein starkes Wort auch einfach. Phonetisch. Das ist phonetisch halt sehr. Wenn man es halt so, ja, und genau. Richtig. Das ist einfach und gut. Also es ist ein wissenschaftlicher Aspekt mit drin in der Serie und das macht's auch, das hat wirklich einen Mehrwert dann. Oder zum Beispiel auch, dass man Schmerzen besser aushalten kann, wenn man flucht. Ja, haben sie wirklich auch getestet. Haben sie getestet, tatsächlich. Wissenschaftlich bewiesen, ja. Wenn du fluchst und dabei Schmerzen hast, dann hältst du die Schmerzen besser aus halt. Ja. Das stimmt. Und dann gibt's halt, also was gesagt, fuck, shit, Pussy, Bitch, ja, und Dick. Ja. Und was noch was? Nee, dann waren es 5 Folgen. Genau. Dick ist auch lustig. Dick ist das einzige Schimpfwort, das von dem Namen kommt. Richtig. Von also, Richard, ja, und dann Rick und Dick ist ja ist irgendwie abgeleitet. Ja, also, ja, ja. Das muss ich mir auch angucken, da habe ich Bock drauf. Also ich habe sehr, wir haben sehr gelacht gestern. Geschichte der Schimpfwörter. Eine coole kleine Serie. Toni. Okay. Ich habe Atypical geguckt, die erste Staffel. Ey, okay. Ich weiß nicht, warum die Serie so lange an mir vorbeigegangen ist. Es ist wirklich. Ich habe sie auch schon gesehen. Habt ihr sie schon gesehen? Also ich habe die mal angefangen. Wenn Nadine sagt, sie hat sie gesehen, dann hat, so, sie, okay, dann hat sie das gesehen. Ich glaube, ich habe die erste Staffel gesehen und die zweite angefangen oder sowas. Also ich fand die auch ganz gut. Aber da hat mir zum Beispiel Cinnamonster gesagt, die kennt sich da ein bisschen aus mit dem Thema, okay, dass sie das zu krass einseitig fand halt. Also weil geht es ja um Autismus und das ist ja ein großes Spektrum. Ja. Und sie fand halt, dass das so... Ja, so ich glaube, ja, so Mainstream überzeichnet wäre oder so. Mainstream-Autismus, gibt's sowas? Nee, aber das ist halt so überzeichnet wäre. Okay. Ich weiß nicht. Also ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, Cinnamonster, vielleicht kannst du es ja nochmal in die Kommentare schreiben, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich es nicht so gut fand. Okay. Schade. Tony. Ja, es ist, du hast es jetzt schon angesprochen, es geht halt, das große Thema ist halt Autismus. Der Hauptprotagonist, also der Hauptcharakter, um den das es geht, ist halt Autist und man begleitet den halt so durch seinen Alltag. Er ist Highschool-Schüler und es ist eine Coming-of-Age-Story, ist dann schon klar das Thema. Und die Serie hat einen Grund, also der Grundton der Serie ist ja schon ein bisschen ernster durch das Autismus-Thema, aber die Serie schafft es halt, trotzdem viel Witz reinzubringen, das ganze Thema auch ein bisschen, also nicht übertrieben lustig zu präsentieren, aber auch immer ein bisschen, dass halt Situationen entstehen, die halt aufgrund des Autismus lustig sind. Also, aber nicht so, wie soll ich das jetzt erklären? Also nicht so, dass man über den Autisten lacht, sondern eher, dass der Autist aufgrund... Es ist respektlos, aufgrund, es ist nicht respektlos. Also. Genau, es ist respektvoll. Gott. Zum Beispiel jetzt, es ist eine Situation und er sagt was total Ernstes, weil das halt seine Natur ist und es ist aber total unangebracht und halt, die Situation ist halt dadurch komisch. Ja. Und das macht die Serie ganz gut, finde ich. Und die ist halt sehr liebevoll gemacht. Also es ist eine Feel-Good-Serie mit aber immer wieder einen ernsten Ton. Auch am Ende von der ersten Staffel passiert halt was, jetzt nicht mit dem Hauptcharakter, sondern eher so in der Familie, was halt auch ein ernstes Thema ist. Aber das ist auch ein bodenständiges Thema, weil halt, ja, sie ist schon, finde ich, trotzdem sehr real. Also sie ist nicht sehr, sehr überzeichnet, was jetzt mit dem Autismus-Thema berücksichtigt. Da kann ich halt jetzt nichts urteilen, weil ich da überhaupt keinen Bezug dazu habe. Aber ansonsten finde ich, ist es schon sehr real gehalten und ja, also ich habe sehr viel Spaß damit. Also was heißt sehr viel Spaß halt? Es ist momentan genau das Richtige für mich. Es ist eine Feel-Good-Serie, die aber auch nicht zu leicht ist. Ja. Schwieriges Thema, aber also ich verstehe dann, dass Cinnamonster, wenn sie eben involviert ist in das Thema, ja, genau, und verstehe ich auch, tiefer drin sitzt und man dann als Außenstehender sagt, ja, es ist schon real.
Können wir ja gar nicht zahlen halt. Nee, ich meine halt das Ganze drumherum, aber halt auch mit der Familie, wie die sich verhält, mit was für Probleme die zu strugglen haben. Auch der Vater oder so oder die Mutter und die Schwester, die dann immer für ihren Bruder da sein muss, aber selber auch irgendwie leben will. Genau, also das meine ich halt mit Serial. Okay. Ja. Mir fällt gerade ein, ich kann sein, dass ich das verwechsel, dass sie mal gesagt hat, sie packt Sheldon nicht. Nee, das war schon was anderes. So, ich kann mich schon daran erinnern, dass da auch irgendwas. Also Atypical hatten wir schon mal irgendwo im Gespräch. Ja, schon ein. Nee, aber sie hat, glaube ich, gesagt, dass sie Sheldon nicht packt, weil der so immer das verkörpert, was man so von dem Autist irgendwie immer denkt, dass die so wären oder so. Also keine Sheldon mag sie nicht. Was ist sie über Atypical gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Musst du mir nochmal schreiben. Genau, muss. Cinemonster. Und dann habe ich noch geguckt, der Name, ne? Auntie Donna's Old House of Fun. Das ist eine Netflix-Produktion. Also Atypical war auch eine Netflix-Produktion. Die kam 2020 raus, die erste Staffel von Auntie Donna. Und das ist, also Auntie Donna ist ein Comedy-Trio aus Australien. Okay. Und die haben jetzt über Netflix ihre eigene Serie gekriegt. Und die ist so ein bisschen aufgebaut wie, kennt ihr diese Kinderserie, die immer irgendwas erklären wollen? So wie Blues Clues oder so. So ist die ein bisschen aufgebaut, aber nur oberflächlich, so als Grundgerüst. Aber alles, was da passiert, ist komplett absurd. Die erste Folge fängt wie in diesen Kinderserien mit einem Song an, wie sie drüber singen, dass alles ein Schlagzeug sein kann. Und dann trommeln die auf alle möglichen Sachen. Everything's a drum. Everything's a drum. Da haben wir immer den Trailer gesehen, der so super nervig war. Genau. Dann haben wir es nie angeschaut, weil uns der Trailer schon abgeschreckt hat. Ich habe auch gedacht, oh Gott, und das ist jetzt alles, was ich krieg. Und es ist halt aber so dumm, weil innerhalb von diesem Song und die alles als Schlagzeug benutzen, kommt dann der Moment, wo der eine einen Topf in der Hand hat mit einem Kochlöffel und es kommt kein Geräusch. Und dann geht's aber super tief rein, weil dann der eine dann so sagt, aber du hast doch, also es ist auf Englisch, aber du hast doch gesagt, alles ist ein Schlagzeug. Ja, ich habe meine Frau für dich verlassen. Und dann wird es auf einmal so krass ernst. Und auf einmal funktioniert der Schlagzeug. Das ist alles ein Trailer gewesen. Es war alles der Trailer. Okay, krass. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, wir haben, glaube ich, die erste Folge auch gesehen. Da kommt noch ganz viel anderes Zeug. Und dann geht auf einmal der Topf doch als Schlagzeug und dann passt wieder alles. Ist total absurd. Und lauter so Sachen passieren halt. Und da kommen auch immer in dieser Folge immer wieder so kleine Sachen rein, die so ausgekoppelt sind, wie so Einspieler halt, wie bei wie jetzt bei Scrubs zum Beispiel, wenn irgendwie der JD sich irgendwas ausdenkt im Kopf, kommt dann auch immer so komische Sachen halt. Wie das eine Mal schauen sie Fernsehen und dann kommt so eine, sieht man halt diese Fernsehsendung, das war so eine Quizshow und die Quizshow ist halt so dumm, weil der Quizmaster ich habe den Namen vergessen, aber der Pawsy Pete heißt er. Pawsy Pete. Okay. Und der macht immer zu lange Pausen bei den Fragen. Der stellt die nie aus. Und dann kommt immer der Typ, also der formuliert die Frage, lässt aber das letzte wichtige Detail raus. Und dann antwortet der Typ aber schon. Und dann sagt er, wie zum Beispiel, wie viele Dalmatiner sind bei 100... Und dann stoppt der und dann bassert der andere und sagt 101 Dalmatiner. Und dann sagt er bei 102 Dalmatiner. diese scheiß Sequels. Okay. Und lauter so Dinger sind halt auf. Es ist absurd bis zum Gehtnimmer. Es ergibt auch fast alles keinen Sinn, hat auch kaum Zusammenhänge, aber es ist saulustig. Es ist ein dummer, lustiger Humor. Wirklich. Sehr schön. Aber ich kann echt verstehen, du musst dich das sehr drauf einlassen. Also der Trailer hat uns abgeschreckt, genau. Ja, kann ich verstehen. Wir können ja mal reinschauen. Everything is a Drum war ein bisschen schwierig. Ja. Aber wo du jetzt gerade sagst, Sachen ergeben keinen Sinn, fällt mir gerade ein, dass wir auch Sabrina Staffel 3 schauen. Oh Gott. Und, Sabrina Staffel 3, ja. Schauen wir sind aber noch nicht durch, aber ich finde da auch wieder das, was in der letzten, also nicht mehr so krass wie in der letzten Folge, aber auch so Sachen, wo ich denke, das hat alles keine Hand und Fuß und macht irgendwie keinen Sinn, oder? Also mir kommt so vor, als würden sie auf Krampf jetzt alle Fäden zum Abschluss bringen halt. Jetzt auch die Hochzeit zum Beispiel mit der Tante und so. Und man merkt, dass sie auf Krampf jetzt Salem einbauen.
Also, ja, die Katze wurde eingebaut auf Krampf. Aber zu wenig, was? Zu spät. Ich und bin auch durch nicht mit dem geil, Thema. Wie sie ihn einbauen. Er mounts halt nur. Nein, weißt du, das Ding ist doch, ist so Salem, Salem in der Sabrina, in der Real Sabrina-Serie war Salem ein Hexenmeister, der in einen Katzenkörper verbannt wurde. Ja. Aus Gründen. Und das hat diesen ganzen Charakter ausgemacht, weil diese gottverdammte Katze durchgehend zwanghaft versuchen wollte, die Weltherrschaft an sich zu reißen und mit seinen geilen Sprüchen halt einfach diese Serie gerockt hat. Ja, immer wieder. Absolut. Das war immer wieder ein geiler Comedy-Aufputscher in der Serie. Und das haben sie einfach verkackt. Ja. So. Wow. Sagst du zum ersten Mal schon. Auf jeden Fall sind halt diese Sachen, wo ich finde, dass die halt so die Spielregeln irgendwie nicht klar definiert sind halt. Ne? Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, so, ja, haben sie jetzt Magie oder nicht? Oder keine Ahnung, das war in der letzten Staffel schon so. Und jetzt sind halt wieder so Sachen wie, ja, Caliban ist ja eigentlich aus Lehm, aber er ist ein ganz normaler Typ. Und irgendwie, dann bringt er ja aber seine abgeschnittenen Eier und die sind dann aus Lehm. Ja, was denn jetzt? Ist er aus Lehm oder ist er ein echter Typ oder was? Keine Ahnung halt. Und weißt du, solche Sachen oder keine Ahnung, sie ist Königin der Hölle und macht immer nur Party, aber dann redet sie von heiraten und Kinder kriegen und irgendwie lustig. Also was ist denn jetzt hier die Spielregel? Weißt du, ich check das immer nicht bei Sabrina. Das ist so, die haben keine Regeln, das ist alles so schwammig. Das ist ja auch die letzte Staffel. Das wird ja, also es ist tatsächlich die Abschlussstaffel, es kommt dann nichts mehr danach und man merkt, also ich finde, man merkt, dass sie haben das wahrscheinlich auch schon gewusst, wie sie die Staffel gedreht haben und darauf läuft es auch hinaus. Ja, und es ist jetzt so aufgebaut, es gibt so die 8 Plagen oder die, wie heißt es? Die 8 gruseligen, großen Bösen irgendwas. Nee, die gruseligen, unheimlichen irgendwas. Bösen Dinger. Davon gibt es 8 Stück und es gibt 8 Folgen. Also wissen wir schon, dass jetzt in jedem in jeder Folge eins von diesen. Ja, bis jetzt war es doch unterhaltsam, fand ich. Bis jetzt war es unheimlich. Ich fand es besser als die 2. Staffel bis jetzt. Dritte. Ist das jetzt die 4. schon? Ja. Ah ja, okay. Die alles dritte klar. War so der Downer. Ja, puh, ja. Naja, wir werden es zu Ende gucken und euch nochmal am Ende rezipieren, wie wir es fanden. Genau. Ja, habe ich gesagt, den Satz. Ja. Wahnsinn. Rezipieren. Ja, kommt aus, mein, aus meinem Mund, gerade. Kommt es. Aus meinem Schandmaul kommt so ein Satz. Ja, das Schandmaul. Okay. Aber es ist auf jeden Fall, kann man sagen, sehr düster und sehr blutig diesmal. Ja. Och. Ja, es ist, ja, doch. Irgendwie haben sie echt die Kündigung gebraucht, um zu merken, wo sie hin wollten. Was weiß ich. Es ist zu wenig, zu spät. Schwierig. Naja. Jetzt kommt der Flo, dann, der Flo will ein Referat halten. Dann sind wir schon bei gezockt. Pff, ich habe nichts gezockt, oder? Doch, ja, WoW hast du gespielt. Ja, einmal. Einmal also für längere Zeit. Einmal mit WoW sogar. Naja, aber da gibt es nichts Neues zu erzählen. War auch so geil. Wisst ihr, mir sagt ja keiner was, ne? Ich wette, also mit mir spricht wieder niemand, weil ich, was habe ich gemacht? Du hast Kingdom Come Deliverance gesuchtet. Ja, und dann gehen die 2 Mount farmen und nehmen mich nicht Mount mit. Farmen! Oh mein Gott, ich habe einen Mount gefarmt. Es war so, ich habe irgendwas in Quest gemacht, dann ist so ein Pilzspore oder was das war getroppt. Ja. Und da stand halt dran, Zeit 19 Minuten, dachte ich, okay, was ist das? Ja. Hab sofort auf WoW geguckt, was das ist. Und dann habe ich gesehen, dass es diesen Rare beschwört, der das Froschmount droppt. Geil. Dann bin ich natürlich hin, hab den beschworen, hab übelst aufs Maul gekriegt und habe halt gemerkt, dass ich den alleine nicht schaffe. Und dann hast du aber in der Gilde nach Hilfe gefragt, was war denn da los? Genau, dann habe ich in der Gilde gefragt, kann mir jemand helfen? Ja. Und dann habe ich nur die Antwort gekriegt, wieso, der ist doch voll easy, den haben wir letzte Woche gefarmt, das sage ich, ja, ist ja schön für euch, aber dafür, ich schaffe ihn halt nicht alleine. Dafür sind wir in der Gilde, Leute, dafür, dass wir solche Antworten kriegen. Ja, danke für ganz gar nichts. Ganz toll, da dachte ich mir auch, fick dich und hatte kurz den Impuls, aus dieser Gilde auszutreten, weil die machen eh nichts anderes als Mystics farmen und das ist einfach gerade nicht mein Level von Spiel. Und dann dachte ich mir, ja, toll. Und dann hat sie mir nochmal erklärt, wie man den beschwört. Und dann sage ich, ja, das ist ja schön, ich habe ihn schon. Ich schaffe ihn nur nicht alleine. Ja. Und dann stand sie, ja, wir sind gerade am Mystics Farm, sorry, keine Zeit. Und so. Und dann habe ich halt Toni gefragt und der kam dann mit seinem 54er Level. Weil Toni immer noch nicht 60 ist. Alter, ich dachte mir auch, noch nicht 60? Das ist mein Zweitcharakter. Ach so, du spielst schon 2. Oh, jetzt, okay, alles wieder genau. Gut. Weil und dann ich, haben Alter. Wir den natürlich zu zweit auch nicht geschafft. Das ist mein Toni, so kenne ich den, schon den zweiten Charakter am Leveln. Weil wir haben halt einfach keinen Schaden an dem gemacht, weil der hat halt, keine Ahnung, 44 Millionen. Ich habe die ganze Zeit verfehlt.
Ja, und dann kamen irgendwie so 5, 6 Ellies angerannt, ja, und die waren dann ganz schlau. Ja. Also du musst sagen, dieser Rare-Mob, das ist so ein Pilz, der steht in der Mitte von einem Gebiet, das voller Mobs ist, die dich dann alle angreifen. Die hab ich versucht erstmal wegzumachen, alle. Auf jeden Fall, der ist sauschwer, der Typ, der macht Giftschaden und Wirbel und alles. Was machen die Idioten? Beschwören den zweiten. Ja, dann, ich hab's nur weil da ist halt, das ist so, da ist in der Mitte von dem Gebiet so, stark, ist so eine kleine Senke, da ist so ein Erdhaufen und da musst du diesen Pilzsporen einsetzen und dann wächst dann ganz schnell so ein Pilz raus und das ist dann der Ram-Up, der rausspringt. Und dann waren zwei von diesen Bossen da. Geil. Richtig, ich Party. Ich hab Nadine und Toni immer nur rumspringen sehen. Ja, halt. Ich hab dann halt draufgehauen und ein bisschen Schaden gemacht und dachte mir so, Leute, das könnt ihr jetzt alleine machen, weil ja, ich bin dann noch zweimal gestorben. Reicht und so. Und wir haben es dann auch geschafft und die Dropshots ist Gott sei Dank 100%, also jeder hat dieses Mount gekriegt und den zweiten haben sie dann einfach, also alle sind dann weggerannt und haben den zweiten halt dann gelassen, bis er resettet ist. Droppt der nur das Mount oder hat er die Chance auch noch was anderes zu kriegen? Nee, ich weiß nicht, ich glaube, der hat noch Anima gedroppt, aber hauptsächlich das. Okay. Ja, also nichts Besonderes halt. Aber jeder hat jetzt dieses bescheuerte Frosch. Der ist geil, der Frosch. Ja, und der hüpft so lustig. Aber der Toni kann ihn noch gar nicht reiten. Ja, weil ich wollte es gerade sagen. Man kann ihn halt erst mit 60 aktivieren. Der Boss war übrigens... Du kannst ihn dir schicken, oder? Kannst du ihn dir intern schicken, auch einen anderen Charakter? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, es ist seelengebunden. Ah, nicht yeah. Ach, shit. Ja, das ist natürlich scheiße, aber sonst... Ja. Das Geile ist halt, der ist halt 62 gewesen. Auch wenn ich den beschworen hätte, wäre er auch 62 gewesen. Und ich wusste das halt, ne? Ich bin halt mit meinem 54er dahin marschiert. Ja, ich habe ja nur gesagt, ein Rar-Mob halt. Ich wusste auch nicht, dass der so krass schnell ist. Ja, die sind meistens 62, ja. Das ist natürlich schon ein bisschen übel. Ja. Ja, World of Warcraft, ich spiele momentan die Ding weiter, Ardenwald. Also ich bin momentan noch in der Quest 3. Ich bin noch nicht so weit wie Nadine, weil ich lange WoW-Pause jetzt hatte in letzter Zeit. Weil du hast ja diesen Schmied da schon in Thorgast befreit und alles. Ach so, ja. Diese Questreihe, das habe ich alles noch gar nicht gemacht. Halt. Questreihe kriegt das mal legendäre Sachen. Du musst ins Mikro sprechen, nicht weg. Ach so, Nadine rollt davon. Sorry. Ja, dann, dass man dann legendäre Sachen craften kann. Aber okay, krass. Das ist mir eigentlich ziemlich gut. Da habe ich noch keine Ahnung davon. Ja, aber wenn du selber craften kannst, kannst du ja selber Legendaries machen. Ja, aber dafür musst du erstmal einen ganz schönen Haufen fucking Quests machen mit üblen Gegenständen, die du dann brauchst und im AHA natürlich kaufen musst und bla 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 und so. Okay. Ist richtig, richtig viel Aufwand. Ja, es ist WoW halt, du kriegst nichts geschenkt. Klar. Nichts. Aber gut, die Questreihe, bis man bis dahin kommt, ist eigentlich ganz interessant, weil Thorgast finde ich eigentlich eine ziemlich geile Sache. Ja, finde ich auch cool. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was es eigentlich wirklich alles ist, aber es ist halt eine Solo-Instanz. Also wenn du drin bist, kriegst du ja immer so Buffs und so. Ja. Und es gibt aber so viele Ebenen da drin. Ja, okay. Und du schaltest jedes Mal wieder eine neue frei und es ist so ein riesiges System halt. Also ganz krass. Hast du den Schmied schon freigespielt? Ich hab Schmied und Thorgast schon gespielt. Aber ich habe ich habe Thorgast halt einmal gespielt. Für mich ist es halt, ich finde es halt ein bisschen schade, weil soweit ich jetzt weiß, kriegst du von Thorgast nur die Sachen, die du für die Lecce zum Schmieden brauchst. Du kriegst kein Equip oder so. Also Thorgast habe ich ja auch schon gespielt, da mit diesem Gegner, und bei mir gab es da aber irgendwas im Bogen oder irgendwas, habe ich eine Waffe oder so. Ja, aber das kann sein, dass es so von deiner Quest noch war, weil ich glaube auch, wenn du das erste Mal machst, kriegst du auch noch was. Aber ich bin da jetzt auch nicht so tief drin. Es ist für mich immer noch ein bisschen schwierig, bei WoW alles durchzusteigen, weil sie halt jetzt am Anfang beim das erste Mal Story machen, gibt's dir irgendwie fast nichts. Und jetzt halt im Late Game gibt's dir halt so viel. Ich habe jetzt meinen zweiten Charakter gelevelt über dieses zweite System. Und das ist ganz schön zäh, weil du wirst in alle Gebiete trotzdem nochmal geschickt und musst irgendwie so eine Leiste auf 100% füllen. Mit Wordquests, mit Szenarien und mit normalen Quests kannst du die füllen. Wenn du da fertig dann kriegst du eine Ruhmstufe und du kriegst ein Item, eine Waffe meistens geschenkt, weil das eine Quest ist. Und ich habe jetzt alle Gebiete fertig und ich muss jetzt mal gucken, was ich jetzt mache. Ich habe das gestern fertiggestellt, bin jetzt Ruhmstufe 5, glaube ich, aber ich kann davon irgendwie nichts verwenden, weil ich noch nicht 60 bin.
Ja, ich finde es halt krass, dass, wenn man immer denkt, ja, ey, bis man jetzt hier das, zum Beispiel sein Gebiet da freigespielt hat und dann muss man sich für ein Gebiet entscheiden, hat man schon so viel erlebt, auch storytechnisch gesehen, ne? Und jetzt geht auf einmal nochmal die Büchse der Pandora auf und es gibt nochmal, man wird fast erschlagen halt, ne? Ja. Von Story und Zeug. Also ich finde es krass, ey. Ja. Ja, ich steige... Warst du schon in Inis? Hast du schon eine Ini gesehen? Nee, ich glaube, warte mal, war ich in einer Ini drin? Doch, ich wollte in der Ini rein, aber da hatte ich noch so Probleme mit meinem Internet und da ist immer direkt, ich bin in die Ini rein, hab ein bisschen rumgewatscht und dann hat sich WoW immer geschlossen. Immer Verbindungsabbruch von WoW. Yeah, da ist die Leitung komplett zusammengebrochen bei mir immer. Ich müsste es jetzt mal probieren, weil jetzt könnte es eigentlich funktionieren, weil meine Leitung ja recht stabil ist. Mal gucken. Ja. Naja. Ja, ich hatte eine WoW-Pause und habe mir gedacht, inzwischen in Feiertagen, ach komm, fängst du doch mal ein Spiel an, was bestimmt lustig ist, weil Nadine konnte es nicht spielen, weil es in Third Person ist. Und ich First hab's Person. In First Person. Ich habe es bei damals bei Arnulf gesehen. Arnulf, das Schandmaul heißt der. Das ist ein alter Mittelalter-Bekannter. Ein großer Twitch-Streamer tatsächlich. Österreicher, netter Kerl, sieht aus wie der Weihnachtsmann und ist echt ein netter Kerl. Mhm. Und der hat das auch immer gespielt und da dachte ich mir, ach komm, das war damals im Angebot, wie Nadine das geholt hatte. Da gab es dann dieses Kingdom Come Deliverance. Chris spielt es nämlich auch. Kingdom Edition, irgendwas, da waren dann schon irgendwelche DLCs dabei, whatever, für einen guten Preis. Da habe ich es mir geholt und nie installiert, nie gespielt. Zwischen den Feiertagen, lange Rede, installiert, angefangen und ich hasse dieses Spiel so hardcore. Weil es einfach, ich glaube, ich spiele es schon, es ist furchtbar. Also wir sind im Mittelalter, Spätmittelalter, 14. Jahrhundert, beziehungsweise Anfang 15. Jahrhundert sind wir. In Böhmen. Genau. Und die Orte gibt es alle wirklich. Die Orte, das ist alles sehr, sehr real. Korrekt. Sehr realistisch. Es ist sehr realistisch, auch das ganze Spielsystem ist sehr realistisch. Es ist mit du hast Hunger, du musst schlafen. Ja. Und Kämpfe sind ultra realistisch. Also du kannst nicht einfach durch die Welt reiten und denkst dir, yay, ich schnetzel mit meinem Schwert alle Menschen. Nein, weil die schnetzeln dich ganz schnell. Jeder einzelne Kampf ist echt bockschwer und du kannst selbst gegen einen Kampf gegen irgendeinen Bauer kannst verlieren. Jämmerlich. Du musst halt immer abwägen, Kampf 1 gegen 1 ist machbar, Kampf 1 gegen 2 ist schon, also ich hatte Schwierigkeiten, ich habe jetzt letztens eine Quest gehabt, wo ich ein Räubernest ausheben musste, das habe ich ganz schlau gemacht, weil das waren nämlich 5 Leute und das habe ich schlau gemacht, weil bei diesem Räuberlager war eine alte verlassene Mine. Und dann habe ich die angelockt, habe meinen Bogen genommen und die Mine hat ja nur einen Eingang und da müssen die alle irgendwie reinkommen. Das heißt, die können mich nicht umzingeln und mich von allen Seiten angreifen. Und dann habe ich die alle mit dem Bogen, wenn sie zum Eingang kamen, weggeschossen. Wow. Also habe ich meine Umgebung genutzt, ne? Und habe das schlau gemacht. Und habe somit die Quest machen können. Man musste nämlich denen die Ohren abschneiden und die bringen halt. Wow. Als gutes Geld gegeben halt. Mhm. Also es ist krass. Es ist ein krasses Spiel und ich habe in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es ein krasses Spiel wird, das war der Moment, wo ich nach 2 Stunden das Intro erlebt habe. Ich habe 2 Stunden dieses Spiel gespielt und dann kam das Intro zum Spiel. Also dann kam der Einführungstext mit Making bla 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 und sowas und dachte mir so, okay. Oh, das war jetzt alles nur Tutorial? Das war nur Tutorial, alles klar. das ist ganz krass. Toni ist bei mir eingefroren, ich weiß nicht, hörst du ihn noch? Jetzt zum Ende, zum Ende hin. Aber im schönen Bild eingefroren. Er hat die Denkerpose. Da kann man gar nicht sicher sein, ob er eingefroren ist oder einfach nur so schaut. Es ist die Denkerpose. Tatsächlich, bei uns hörst du ihn noch? Auch nee, nicht mehr. Ich höre nicht. Okay. Aber wir wollten jetzt eh Schluss müssen, machen, weil es ist 9 Minuten vor 1. Wir müssen zum Ende kommen, weil jetzt gibt es dann fränkisches Sushi. Ich sage jetzt mal auch vom Toni, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Ja. Und kommt auf unseren Discord-Server. Kommt auf, wenn ihr wirklich familiäres Miteinander haben wollt, mit tollen, nerdigen Menschen und Themen, kommt auf unseren Discord-Server. Schreibt uns Kommentare. Link in der Videobeschreibung. Link ist down below. Schreibt uns Kommentare, und wir hören uns demnächst wieder bei einer neuen Folge Nerdy Talk. Bleibt geek, bleibt nerdig, hebt die Haare. Ciao, ciao.